Hallo, hier ist wieder Thor Alexander und Ralf Knoblauch von defi.jetzt. Wir haben in unserem heutigen Podcast Alex Anarcho eingeladen. Ich kenne Alex schon länger. Er war bei mir öfters zu Meetups in Stuttgart zu Gast. Für mich ist er Herr Monero, aber heute ist er eigentlich in einer anderen Funktion hier. Und zwar, wir werden über die Philosophie vom Geld reden. Alex, grüß dich. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auf das Thema, was wir vorbereitet haben, und let's go. Ja, Alex, ich freue mich auch, dass du da bist. Und unser Podcast heißt ja DeFi.jetzt. Was ist denn deine Definition von Decentralized Finance? Ich denke, ich bin in meiner Definition von DeFi ziemlich nah bei der von Tor, dass ich einfach den Begriff größer sehe, als er vielleicht herkömmlich benutzt wird. Für mich ist DeFi auch definitiv sowas wie Kryptowährungen. Ganz klassisch Bitcoin, jetzt in weiterer Instanz Monero oder Dash, Zcash und so weiter. Decentralized Finance ist für mich die Implementierung der physischen Welt, was die Menschen untereinander praktisch tauschen können, indem sie sich gegenüberstehen und mit einem Handschlag praktisch die eine Ware für die andere tauschen. Das implementiert in der digitalen Welt und eben mit Werten. Und das hört sich, oder das kann man so einfach sagen, ja, digitale Welt mit Werten, aber eigentlich ist das ziemlich schwer oder war eine lange Zeit ziemlich schwer, Werte digital abzubilden. Weil digital immer bedeutet, du kannst copy-pasten und sowas kannst du halt nicht begrenzen. Und ja, das gibt es mittlerweile. Und deswegen, wenn ich jetzt über DeFi rede, dann rede ich meistens eigentlich nicht über das, was bei Ethereum und was weiß ich, Maker und so weiter passiert, sondern die größere Perspektive. So, Alex, du bekommst von uns 1.000 Euro. In was tauschst du sie? 1.000 Euro einfach so geschenkt. Ja, ohne fiktiv. No strings attached. Ja, also wenn du mir 1.000 Euro gibst, dann kann ich die ja auch sehr riskant einsetzen. Und dann würde ich sie vielleicht, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, die in Projekte jetzt investieren, in die ich noch gar nicht investiert bin. Sowas wie Dogecoin zum Beispiel. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass es da so einen fundamentalen Wert dahinter gibt, den die oder einen Nutzen, den die Technologie mit sich bringt, dass ich da jetzt meine Lebenszeit rein investieren würde. Aber wenn du mir 1.000 Euro einfach so gibst, dann kann ich dir auch verlieren und ich bin genauso gut wie vorher, stehe ich da. Deswegen würde ich dir da einfach mal so schrotflintenartig in die Kryptoprojekte der, was weiß ich, Top 50 oder so investieren. Und denkst du, dass Dogecoin da noch eine große Zukunft hat? Ist es da nicht vielleicht ein bisschen zu spät, da jetzt einzusteigen? Ja, das sagt man irgendwie immer. Ne? Immer denken die Leute, ich bin zu spät und dann geht es doch noch irgendwie hoch und auch teilweise absurd hoch, wo man sich denkt, Alter, was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Du hast schon recht, in Dogecoin, ich weiß gar nicht, wo die aktuelle in Marktkapitalisierung sind, aber da ist schon extrem, also die Blase ist schon extrem groß. Wenn ich das Geld verliere, bin ich genauso gut wie vorher. Deswegen fände ich das jetzt nicht so schlimm. Die Community mittlerweile sagt, ja, es ist ein anerkannter Wertspeicher und macht Dogecoin. Ja, macht seine Auf- und Abwärtsbewegung mit. Aber er hat jetzt über die letzten 2 Jahre, kann man sagen, sich stabil in den oberen 20 behauptet. Ja, genau. Aber das ist, liegt ja auch vor allem daran, dass Dogecoin so hart gepumpt ist in den letzten, was weiß ich, 10 Monaten durch Elon Musk. Ja, sicher. Klar, aber die White Street Boys waren ja auch nicht anders gepumpt. Ja, ich meine, die Aktien und so weiter. Also, was ist nicht gepumpt in diesem Markt? Fragen wir doch mal anders.
Also was nicht gepumpt ist, ist Monero. Ganz klar. Ja, Monero-Preis ist aktuell bei $230. Und ich denke, wenn man sich mal wirklich anschaut, was die Technologie dahinter ist, was der Nutzen ist, der die durch die Technologie ermöglicht wird, ja, das ist ja eigentlich die wichtige Frage. Es ist absolut atemberaubend, dass Bitcoin bei $40.000 steht und Monero bei $230 und Dogecoin bei was weiß ich wie viel Cent aktuell. Vielleicht noch ein kurzer Einwurf von mir. Wir machen mit dem Alex 3 Videos oder 3 Podcasts. Das heißt, er wird uns auch beim Monatsrückblick, den wir in den nächsten Tagen aufzeichnen, mit zur Seite stehen, weil der Mario in Urlaub fahren musste und nicht da ist. In der nächsten Woche werden wir mit ihm auch nochmal einen Podcast aufzeichnen von Bitcoin bis Monero, wo es dann um Bitcoin und hauptsächlich um Monero auch gehen wird. Heute geht es, wie gesagt, nur ums Geld. Alex, dein Name, Alex Anarcho, was ist, sagt dein Pseudonym aus? Wie bist du dazu gekommen? Das klingt so wie ein bisschen, ich bin der Alex, der gegen alles ist. Ja, das klingt für dich so, weil du denkst, Anarchie bedeutet Chaos und soziale Unruhe. Aber eigentlich bedeutet Anarchie was ganz anderes. Die Geschichte, wie ich zu dem Namen gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig. Und zwar wurde mir der Spitzname Alex Anarcho von einem Uni-Professor gegeben. Ich habe hier in Frankfurt an der Frankfurt School studiert und einer der Professoren war so von der alten Schule, möchte ich sagen, war so schroff, ja, hat oft so zu Studenten gesagt, wenn sie getuschelt haben oder halt gestört haben, hat er die so angeschrien, halten Sie die Fresse! Aber er hat es halt sehr nett gemeint und man hat gemerkt, dass er es nett meint. Und naja, in Anlehnung an das Lied von Udo Lindenberg, Guten Tag, Herr Filmproduzent heißt das, glaube ich, wo Udo Lindenberg von Terry Terror und Anna Anarcho singt, hat mich mein Professor dann eben Alex Anarcho oder eben der Anarcho getauft. Und als ich dann meinen Podcast gestartet habe, habe ich mir so einen coolen catchy Name gesucht und mir gefällt der Name Alex Anarcho ganz gut, weil er eben sehr individuell auf mich zugeschnitten ist. Das repräsentiert, für was ich ultimativ bin, nämlich Anarchie, und auch eine Alliteration hat, was ja marketingtechnisch, glaube ich, toll sein soll. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was Anarchie ist, wie Anarchie definiert wird. Benutze den Begriff, definiere ich Anarchie als ohne Herrscher, also wirklich die altgriechische Bedeutung des Wortes anarchos, ja, ohne Herrscher. Das heißt also, ja, das ist die Bedeutung, ohne Herrscher. In Implikation heißt das aber nicht ohne Regeln. Das ist nicht das, was das Wort tatsächlich ausdrückt. Und das ist aber das, was die meisten Leute mit dem Begriff verstehen. Und es kommt ein komplett anderes System raus, wenn du sagst, okay, wir haben nur keine Herrscher. Mit anderen Worten, wir sind ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch hat die gleichen Menschenrechte. Kein Mensch hat ein Recht, über andere Menschen zu herrschen. Und das bedeutet, jeder Mensch entscheidet für sich selber. Ja? Michael Malice, der gerade in den USA die Runden macht, der prominente Anarchist da, definiert Anarchie als »You don't speak for me«. Also du redest nicht für mich. Das ist alles, ja. Wenn es um eine Entscheidung geht, ich möchte für mich selber entscheiden und danke, you don't speak for me. Ich glaube, wir kommen nachher da nochmal dazu in einigen Fragen, die ich da aufgeschrieben habe. Interessanter Ansatz, finde ich gut. Aber ja, das heißt, das, was du übersetzt hast, an Anarcho, ja. Sag mal, welche Kryptowährung, wenn du jetzt mal so zurzeit den Markt überblickst, findest du zurzeit gut und warum? Also ich betrachte den Kryptomarkt aus der Brille von, was ist technologisch interessant, was ist technologisch vielversprechend. Ultimativ versuche ich so drauf zu gucken, dass mir die Gains, ja, wie viel Wohlstand ich akkumulieren kann, dadurch, dass ich in die richtigen Krypto-Projekte praktisch investiere, ist mir eigentlich egal. Beziehungsweise ich glaube, das ist eine schlechte Brille. Es ist eine logische Folge von guter Technologie, dass der Wert diesen Nutzen, den die Technologie eben bringt, auch widerspiegelt. Ich finde interessant eben Bitcoin und Monero.
Bitcoin ganz kurz, weil es natürlich die erste Kryptowährung ist, die größte Kryptowährung, die Kryptowährung mit dem meisten Wert an sich gebunden und hat auch ein Zukunftskonzept mit dem Lightning-Netzwerk, wo ich mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so gut auskenne, auch nicht wirklich überzeugt bin, aber das kann vielleicht auch meiner Unkenntnis zu schulden sein. Und auf der anderen Seite finde ich Monero sehr interessant. Da werden wir wahrscheinlich dann in der dritten Folge noch weiter drauf eingehen. Deswegen sage ich da jetzt nicht so viel dazu. Und ansonsten gibt es so ein paar Projekte, die ich so am Rande vielleicht beobachte. Zum Beispiel Grin finde ich einen interessanten Coin, weil er Mimblewimble implementiert. Mimblewimble ist ein Protokoll, so wie das Bitcoin-Protokoll eigentlich auch, also das, was Satoshi Nakamoto im White Paper beschrieben hat, eben ein bisschen anders, aber vom gleichen Prinzip mit einem Proof of Work und so. Das ist eben sehr abgehoben, möchte ich sagen. Also es ist jetzt noch nicht eine Kryptografie und nicht eine Technologie, die wirklich über die Jahre getestet wurde und Bestand gezeigt hat, sondern es ist sehr experimentell, aber durchaus interessant. Ja, deswegen würde ich sagen, das sind so meine drei. Kannst du dazu zu Mimblewimble und Grin ein bisschen mehr sagen? Jetzt nicht heute, aber das können wir dann vielleicht in den Bitcoin-Monero-Podcast mit verschieben. Ja, kann ich machen. Alex, wie bist du denn zu Krypto gekommen? Ja, ich habe da neulich wieder drüber nachgedacht. Ich bin eigentlich relativ früh, habe ich meine erste Bitcoin gekauft. Und zwar habe ich für meine erste Bitcoin, glaube ich, 120 Euro ausgegeben. Das heißt, es muss so um 2012 rum gewesen sein. Und der Kontext war damals, ich war ein großer Fan von einem kanadischen Podcaster, der Stefan Molyneux heißt und den Podcast Free Domain Radio betreibt. Ich habe diesen Podcast gesuchtet. Ja, wirklich tausende Stunden habe ich mir von dem reingezogen und schon damals. Und ich wollte dem meine Wertschätzung zukommen lassen. Und jetzt natürlich die Frage, wenn der in Kanada wohnt, kann ich nicht eine SEPA-Überweisung machen, weil die das da nicht haben. Habe ich damals auf bitcoin.de einen Account gemacht, glaube ich. Und ich habe das gar nicht richtig gecheckt, was ich da mache. Ja, was für eine dass ich mir eine Wallet-Software runterlade. Ich glaube, das war noch Bitcoin Core, die offizielle Wallet praktisch. Da muss ich die Blockchain synchronisieren und das habe ich nicht gecheckt. Und dann habe ich eine Fullnode auch gehabt. Ja, das heißt, auf meiner Festplatte war dann auf einmal voll viele Gigabyte verbraucht. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dem die eine Bitcoin habe ich gekauft, habe ihm gespendet und habe das wieder vergessen. Und wirklich hochgekommen ist es erst wieder 2016, als ich mich auf meine Bachelor-These vorbereitet habe. Und ich hatte den Philipp Sandner an der Frankfurt School als Professor in dem Fach Innovation Management. Und ich fand, der hat einen super Kurs da gemacht, hat das sehr innovativ gemacht. Ja, wir hatten zum Beispiel keine Examen, wo du lernen musstest, in den Raum gegangen bist und ein Blatt ausgefüllt hast, sondern es war ein Take-Home-Exam. Das heißt, zu einer bestimmten Uhrzeit wurde auf dem Portal der Frankfurt School die Aufgabe hochgeladen für alle Leute, die die Prüfung genommen haben. Und man musste dann effektiv eine PowerPoint-Präsentation machen und ich glaube auch eine kleine schriftliche Ausarbeitung zu irgendeinem Thema, was man aber recherchieren konnte mit allen Mitteln, die man eben sonst normalerweise auch hat. Und das, fand ich, war ein richtig guter Test für die Art der Arbeit, die ich jetzt im Berufsleben auch habe. Ja, dass ich mir Sachen mit Hilfe des Internets selber erarbeite und dokumentiere dann praktisch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Bachelor-These über Blockchain-Technologie geschrieben, bin dann bei BTC Echo gelandet, habe da ein Jahr als angestellter Journalist und Editor Artikel geschrieben und mich Tag ein, Tag aus mit dem Crypto-Space beschäftigt. So ist das losgegangen. Irgendwie bei Bein Crypto oder Bein Crypto gewesen danach, ne? Genau, also ich war ein Jahr bei BTC Echo und habe dann als Freelancer weitergearbeitet, habe so ein bisschen Digital Nomad gemacht, war in der Ukraine, in Georgien und habe eben als Freelancer bei BTC Echo gearbeitet und dann habe ich auch als Freelancer bei Bein Crypto gearbeitet. Das ist ein sehr deutlich kleineres Magazin in Deutschland zumindest, aber international sind die so eine der, was weiß ich, fünf größten. Und wie verdienst du zur Zeit dein Geld im Crypto-Space? Ich bin nicht mehr im Crypto-Space fulltime, sondern ich mache jetzt ja so tangierend was im Technologie-Space als DevOps.
also Development Operations. Welche Kryptoprojekte, Assets haben in 2 Jahren noch eine Bedeutung, deiner Meinung nach, Alex? Bitcoin und Monero. Und Ethereum? Ja, bestimmt. Also 2 Jahre ist ja jetzt nicht so viel. Bestimmt, ja, aber vielleicht in deutlich anderer Form als jetzt. Was sagt dir der MINA-Coin, also MINA, beziehungsweise das MINA-Protokoll? Sagt mir nichts. Ja, das ist eine Zero-Knowledge-Proof-basierte Blockchain, hat jetzt Rang 140 und könnte durchaus für die Zukunft ein extrem interessantes Projekt werden. Okay, interessant. Alex, ich habe deine Podcasts auch verfolgt. Ich war letztes Jahr in Frankreich im Urlaub und habe einen Monat lang die Tugend des Egoismus mir angehört, den Fahrten von einem Strand zum nächsten. Und du hast aber noch einige andere Bücher gelesen, Scheingeldsystem, die Ethik der Freiheit. Lass uns heute mal in unserem Podcast über diese Bücher und deine Erkenntnis daraus ein bisschen sprechen. Ich persönlich, ja, ich bin noch keine 30, man möchte mich vielleicht sogar als jugendlich bezeichnen. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ja, also da werde ich so richtig excited und ich finde das einfach unglaublich interessant, darüber zu reden, darüber nachzudenken und Neues zu lernen. Und ich finde es auch wichtig, ja, ich finde für alle Leute, die jetzt vielleicht diesen Podcast eingeschaltet haben und sich nicht so richtig denken oder nicht so richtig wissen, was jetzt auf sie zukommt und warum das vielleicht wichtig ist, wenn man Geld, also die Philosophie des Geldes verstanden hat, dann ist der Rest eigentlich nur noch Kalkulation, ja. Das große Fundament ist dann in Platz und man kann klar über dieses Topic Geld nachdenken, weil es ist sehr konfus. Und ich meine, für all die Leute, die sich damit noch nicht richtig beschäftigt haben, macht vielleicht jetzt einfach mal kurz euren Geldbeutel auf, holt so einen Papierschein raus oder so eine Münze und guckt die euch an und fragt euch, was ist das eigentlich und warum gebe ich meine Lebenszeit dafür aus, ja, weil das tut ihr, wenn ihr Euro als Lohn empfangt. Und wenn das vielleicht kein sicheres Fundament ist, auf dem diese Währung steht, dann hat das auch Implikationen für euch und jede Sekunde eigentlich, die ihr eben für dieses Geld arbeitet. Deswegen, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Vielleicht nochmal kurz für unsere Zuhörer, die des Englischen nicht mächtig sind, haben wir nämlich auch einige. Kannst du das Wort excited mal ins Deutsche übersetzen? Also ich freue mich, darüber zu reden. Ich bin interessiert, ich bin voller Energie. Das will ich damit ausdrücken. Begeistert vielleicht noch, ne? Ja, begeistert, genau. Gute begeistert und beeindruckt. Im Scheingeldsystem kommen, das war auch eins der ersten Podcast-Bücher, die ich bei dir auch mit angehört hatte. Da geht es ja unter anderem auch um die ökonomischen Grundlagen. Vielleicht sagst du erst mal was zum Buch an sich. Wer hat das geschrieben? Was hältst du von dem Autor? Und was ist jetzt so der wichtigste Extrakt für dich aus dem Buch, bevor wir diese Punkte auf der rechten Seite durchgehen? Ja, also dieses Buch, das Scheingeldsystem, wurde geschrieben von dem amerikanischen Ökonom Murray Rothbard, der im 20. Jahrhundert in den USA gelebt hat. Er war Jude und war Ökonomieprofessor und hat unter Mises, also Ludwig von Mises, studiert, als Mises nach Amerika gekommen ist. Ist auch in den Kreisen von Ayn Rand geschwommen am Anfang und hat unglaublich viel geschrieben, zu allen möglichen Themen. So viel, dass ich eigentlich sagen möchte, er war ein Polymath, also einer, der in verschiedenen Disziplinen ein Genie war. Der hat zum Beispiel über Geschichte geschrieben, über Ökonomie, über Philosophie, über politische Philosophie. Und er hat Filmreviews geschrieben und war da also wirklich unglaublich aktiv. Und ich glaube, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, er hat 80 Seiten in einer Stunde geschrieben. Also er konnte unglaublich viel schreiben und er hat auch richtig viel geschrieben. Und eines seiner Bücher, in dem er eben Erkenntnisse über Geld, das Geldsystem und die Geschichte des Geldsystems, wie wir es heute haben,
zusammengefasst hat, kondensiert hat praktisch, ist das Buch Das Scheingeldsystem. Oder der englische Originaltitel heißt What has government done to our money? Also was hat der Staat mit unserem Geld angestellt? Und ja, genau, es ist einfach ein relativ kurzes Buch, in dem er in klarer, verständlicher Sprache, wie ich finde, definiert, was ist Geld, warum haben wir Geld, warum ist Geld gut und wie muss denn eigentlich, wenn man sich jetzt die ökonomische Realität der Menschen anschaut, wie muss denn ein Geldgut aussehen, was für Funktionen hat es, was passiert, wenn wir mehr Geldeinheiten haben und so weiter und so. Was passiert, wenn jemand Geldeinheiten hortet, also so Dagobert Duck-mäßig, und hat da einfach ein paar Mythen aufgeklärt. Im letzten Teil des Buches geht er durch den monetären Untergang des Westens, wo er praktisch von 1860, möchte ich sagen, 1810 vielleicht, bis ja, zu der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat, das war, ich glaube, in den 80er Jahren, wo er die verschiedenen Etappen des Geldsystems praktisch beschreibt, weil im 18. oder im 19. Jahrhundert war das ja dann, hatten wir einen Goldstandard oder herrschte im Westen ein de facto Goldstandard. Das heißt, alle Geldeinheiten der verschiedenen Länder, also zum Beispiel die Mark oder der Dollar, waren ultimativ einfach nur ein Synonym für ein bestimmtes Gewicht an Gold. Und dadurch, dass die alle Synonyme für Goldgewicht waren, ist die Umrechnung von Dollar zu Mark genauso gewesen, wie wenn ich jetzt von Gramm zu Unzen umrechne. Ja, das ist ein festgeschriebener Wechselkurs, der sich einfach aus der Definition der Wörter, der Begriffe herleitet. Wir werden da ja jetzt gleich noch genauer drauf eingehen, aber das sind so die großen Teile. Einmal der Anfang, was wirklich die super Basics sind, was ist eine Tauschwirtschaft, warum haben wir eine Tauschwirtschaft, und dann wird Geld eingeführt in diese Ökonomie praktisch. Man hat ein paar Gedanken über Geld und dann geht es eben an den geschichtlichen Teil. Meine Frage ist, aus welchem Antrieb heraus hat denn der Rothbard vor, ich sag mal, das ist ja fast 100 Jahre her, dieses Buch geschrieben? Also er hat das Buch 1980 geschrieben, ich glaube, das sind noch keine 100 Jahre ganz, aber Rothbard war ein brennender Anarchist, ein Anarchokapitalist aus dem Textbuch eigentlich, weil er das Textbuch selber geschrieben hat, möchte ich sagen. Also er hat den Begriff Anarchokapitalist ausgesucht, weil er argumentiert hat, dass er eben die deutlichste der deutlichste Ausdruck von dem System ist, was er befürwortet. Mit anderen Worten, ein anarchisches System, wo wir keine Herrscher haben, und ein kapitalistisches System, wo wir praktisch Eigentumsrechte haben und alle Eigentumsrechte ultimativ in privaten Händen sind und diese Eigentümer eben die absolute Entscheidungsmacht über ihr Eigentum haben. Mhm. Und genau. Deswegen die Motivation daraus ist wahrscheinlich gewesen, den Staat, die Ideologie des Staates, das ideologische Bollwerk des Staates zu untergraben, weil es letztendlich, würde ich sagen, eine Farce ist. Ja? Und es ist ganz wichtig, da mal gut durchzulüften, ja, dass dieser ideologische Mief ausziehen kann, dass man klar und deutlich sich hinstellen kann und sagen kann, nein, Dagobert Duck macht die anderen Leute nicht schlechter. Nein, es ist nicht schlecht, wenn du gierig nach Geld arbeitest, ja, weil Geld, da werden wir auch noch drauf kommen, ultimativ einfach nur eine Belohnung für produktive Arbeit ist. Ja, und das ist eigentlich was Wunderschönes, dass die Menschheit als Kollektiv, sage ich jetzt mal, Geld entwickelt hat, um miteinander zu kommunizieren, und zwar Wert zu kommunizieren. Und das heißt ultimativ Zeit zu kommunizieren. Ja, das ist schon krass eigentlich. Der Rothbard, ich spreche den Deutsch aus, schreibt sich mit TH und hinten mit Dora. Also der Rothbard hat ja in seinem Buch, hat er ökonomische Grundlagen definiert, oder er definiert auch oder schreibt darüber, was Geld ist und was die richtige Geldmenge ist und was ist überhaupt Inflation. Kannst du dazu noch ein bisschen was ausführen?
Ja, gerne. Also vielleicht beantworte ich hier für die Leute, die gerade jetzt zuschauen, die drei Fragen, die auf der Slide stehen. Die erste ist, was ist Geld? Geld und liebe Leute, die hier zuhören, ich bin ein großer Freund von kurzen, knappen Definitionen. Ja, wenn man eine Sache kurz und knapp definieren kann, finde ich, dann hat man es verstanden. Wenn man anfängt, Beispiele zu nennen oder rumzuschwadronieren, dann ja, hat man es meistens nicht verstanden. Und deswegen Geld, ganz kurz und knapp definiert, ist ein universell akzeptiertes Medium zum Tausch. Ja, was für eine kurze, schöne Definition. Jetzt ist natürlich die Frage, was verbirgt sich dahinter? Ja, was bedeutet das? Also Wort für Wort. Universell akzeptiert heißt, und das ist relativ im Kontext, welche Gesellschaft ich betrachte oder welche Gruppe von Personen ich betrachte. Ja, das heißt, wenn ich eine Familie betrachte, kann etwas universell akzeptiert sein. Wenn ich ein Land betrachte, kann auch etwas universell akzeptiert sein oder ein bestimmtes Territorium. Also universell akzeptiert heißt, die Leute wollen es haben oder sie nehmen es an im Tausch für was anderes. Und ein universell akzeptiertes Medium zum Tausch. Ja, man lässt sich die Worte auf der Zunge zergehen. Ein Medium ist etwas, durch das etwas getragen wird. Man kennt es vielleicht von den Medien heutzutage. Ja, also zum Tausch bedeutet, ich habe einfach eine Sache, die ich nur dafür benutze, um sie zu tauschen. Das heißt, ich will sie nur haben, um sie später wieder wegzutauschen. Oder das ist der einzige Grund, warum ich die Sache haben will, um sie später wieder wegzutauschen. Und das ist Geld. Kann jetzt vieles sein. Ja, wir haben das ja jetzt nur abstrakt definiert, weil wie das dann in der realen Welt aussieht, ist ja eine andere Frage. Also es könnte zum Beispiel Gold sein, dass wir Gold als universelles Medium zum Tausch ansehen. Das heißt, ich kann zum Späti um die Ecke gehen und für Gold mir einen Snickers kaufen. Für ein bestimmtes Gewicht an Gold. Ja. Oder es könnte Bitcoin sein. Also das ist dann nur die Frage, welche Gruppe betrachten wir und wie sind die Leute in dieser Gruppe so drauf? Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, habe ich ja auch eine kurze Definition zwischen gutem und schlechtem Geld. Und für mich bist du ja eigentlich Mr. Monero. Und jetzt hast du gesagt, du würdest um die Ecke Sneakers oder Sportschuhe für Bitcoin kaufen. Warum nicht für Monero? Ja, also wie gesagt, ich habe das jetzt nur beispielhaft gemacht. Du hättest da jetzt auch Salz oder Tabak irgendwas ein. Genau. Aber vielleicht die Frage an gutes und schlechtes Geld, sage ich immer, gutes Geld behält man, schlechtes Geld gibt man aus. Du hast jetzt Bitcoin und Monero bei dir in der Wallet drin. Was würdest du zum Zahlen verwenden, wenn du beides verwenden könntest? Monero, absolut. Weil mit Monero kriege ich etwas, was ich mit Bitcoin nicht bekomme. Und das ist meine Privatsphäre. Und um die gleiche Privatsphäre oder vielleicht eine ähnliche Privatsphäre in Bitcoin zu kriegen, muss ich, was weiß ich, Purzelbaum machen und dann 3 Minuten Handstand halten oder so. Also das ist für mich unglaublich schwierig und für die meisten Leute unglaublich schwierig und deswegen ganz klar Monero. Auch wenn ich es finde, dass es das bessere Geld ist. Und glaubst du das oder denkst du oder weißt du, dass Monero wirklich Anonymität erlaubt und nicht nachvollziehbar ist? Das ist eine sehr geladene Frage, Ralf. Deswegen verschiebe ich die auf die dritte Folge. Mhm. Die zweite Frage, die ich gestellt hatte, war ja zur richtigen Geldmenge. Was ist denn überhaupt die richtige Geldmenge? Und vielleicht erklärst du mal, was Geldmenge überhaupt für Auswirkungen hat. Ich finde auch, was ist die Geldmenge überhaupt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wieder, es hängt davon ab, was unser Geldgut ist. Die Geldeinheit ein Gewicht in Gold. Ja, also ultimativ, wenn man es ganz runterbricht, dann ist es eine bestimmte Anzahl von Goldatomen. Ich mache ein absurdes Beispiel. Wir hätten Schuhe, also ein Paar Schuhe wäre eine Geldeinheit. Um 2 Geldeinheiten zu haben, brauche ich 2 Paar Schuhe. Ja, also das ist, oder wenn man zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant, dass Rothbard in auch das Scheingeldsystem erklärt, in Afrika zum Beispiel war ein Metall, ich weiß nicht mehr genau, ob es Eisen oder Stahl oder irgendwas hat als Medium zum Tausch fungiert, als Geld. Die richtige Geldmenge, das ist zumindest der Schluss von Rothbard, existiert nicht. Jede Geldmenge ist die richtige Geldmenge, solange sie
groß genug ist, liquide genug ist, dass genug Transaktionen in der Wirtschaft abgewickelt werden können und solange nicht irgendjemand daherkommen kann und sagen kann, so Leute, und ich verändere die Geldmenge jetzt. Also es muss außerhalb der menschlichen Macht liegen. Und dann ist es, ja, dann hast du ein Angebot an Geldeinheiten und das ist wie in jedem anderen Tauschverhältnis auch, aber Geld ist einzigartig in der Funktion. Der Preis von Geld ist das Tauschverhältnis von Geld in alle anderen Güter der Wirtschaft. Ja, und deswegen, wir haben auf der einen Seite das Geldangebot und auf der anderen Seite haben wir die Geldnachfrage. Also das Geldangebot ist, wie viele Geldeinheiten gibt es? Und die andere Seite ist eben, wie viele Leute wollen Geld haben und wie wichtig ist den Leuten das Geld aktuell? Und daraus bildet sich halt der Preis. Ja, das ist Angebot und Nachfrage. Und der Preis des Geldes, um das nochmal zu sagen, ist die Kaufkraft. Geld macht es eben möglich, dass wir Preise haben. Und ein Preis ist letztendlich nichts anderes als die Geldeinheit als gemeinsamer Nenner für alle unendlichen Güter der Wirtschaft. Ja, dass ich vergleichen kann, eine Brezel kostet so viel, ein Fernseher kostet so viel, ein Fernseher sind so und so viele Brezeln, weil ich das eben an der Recheneinheit, der Geldeinheit bemessen kann. Und weil du Brezeln gerne magst, weil das hört man ja auch immer in deinen Podcasts. Genau, ich bin ein großer Freund von Laugengebäck. So, du hast speziell mit drei Löchern. Du hast aber jetzt gesagt, auch bei der Geldmenge, dass die keine Entität, ich drücke es mal mit meinen Worten aus, keine zentrale Entität so knallhart, so dramatisch bestimmen darf. Aber bei den Fiat-Geldern ist es ja so, dass dann eine zentrale Entität über die Geldmenge und über die Gültigkeit des Geldes bestimmt. Aber was Rothbard am Anfang des Buches macht, ist, er betrachtet einfach die Wirtschaft, wie sie ist, ohne Einfluss des Staates. Weil das ist eine ganz wichtige These von Rothbard und Mises, der vor ihm kam, und der österreichischen Schule generell. Wir können uns praktisch die Wirtschaft, die Ökumene, als Organismus vorstellen. Und der Staat und staatliche Eingriffe sind praktisch ein Parasit, der diesen Organismus befällt und ausnutzt, krank macht und alle Arten von bösen Nebeneffekten für den Organismus eben hat. Und deswegen betrachtet Rothbard am Anfang isoliert, einfach nur, wie sieht denn die Ökumene aus? Und was du jetzt gerade sagst, Thorsten, das ist ja dann eigentlich die Frage, die er im zweiten Teil beantwortet, nämlich, was hat der Staat eigentlich mit unserem Geld angestellt? Ja, wir hatten eigentlich diese Erfindung des Marktes, dass wir ein indirektes Medium zum Tausch haben. Und vielleicht, das muss ich an dieser Stelle sagen, weil das einfach so unglaublich wichtig ist, warum brauchen wir Geld eigentlich? Ja, what's all the big fuss about? Mit Geld können wir eine indirekte Tauschwirtschaft haben. Das bedeutet, ich muss nicht mehr jemanden suchen, der meine Fische haben will, die ich den ganzen Tag über gefangen habe, damit ich, was weiß ich, oder ich muss nicht einen Bäcker finden, der meine Fische haben will, sondern ich tausche einfach an den Nächstbesten, der meine Fische haben will, die Fische für Geld und für das Geld, weil es universell akzeptiert ist, tausche ich mir mein Abendessen. Dann kann ich mir ein bisschen Brot, ein paar Tomaten und so weiter alles einkaufen. Das hört sich vielleicht banal an, ja, aber das ist unglaublich profund für das alltägliche Leben der Menschen, weil es bedeutet, habe keine Unsicherheit mehr, wie ich tauschen muss, sondern ich tausche entweder in Geld rein oder aus Geld raus sozusagen. Ich kann mich spezialisieren, ja. Ich kann ein Zahnchirurg werden, der den ganzen Tag nur in den offenen Mund reinguckt. Wenn ich einen Computer brauche, dann kaufe ich mir den Computer von Apple, die sich auch spezialisiert haben. Und das bedeutet unterm Strich ein steigender Lebensstandard für alle Teilnehmer in der Wirtschaft. Ja, wir profitieren alle davon, wenn wir produktiv zusammenarbeiten und uns gegenseitig sozusagen aus der Armut heben, ja, coole Sachen erfinden, die das Leben leichter machen, dass wir weniger Zeit, was weiß ich, mit Geschirr abwaschen
verbringen müssen und mehr Zeit für Lesen oder Spazieren gehen oder so haben. In was für einem Ziel- oder Wunschstaatssystem mit Geld würdest du denn gerne leben wollen? Kannst du das irgendwie skizzieren? Ich habe gestern eine schöne Passage aus Rothbard gelesen, ging um Steuern und es ging so, er hat über die Phrase geredet, ja, die beste Steuer ist immer die niedrigste Steuer, und er meinte dann so, ja, logisch konsequent wäre, die beste Steuer ist gar keine Steuer. Und genauso sehe ich das im Geldwesen auch. Ich glaube, der freie Markt kann Geld 1000-mal besser, als das der Staat kann. Und alles, was der Staat machen muss und alles, was ich erwarte, ist, dass er sich raushält. Dass er die natürlichen Rechte, die uns allen Kraft unseres Menschseins innewohnen, dass er uns die einfach haben lässt, ja, und dass er nicht interferiert und sagt, nein, stopp, ihr könnt euch nicht einfach so die Hand schütteln und hier Eigentumsrechte tauschen. Ich muss involviert sein, ich brauche meinen Cut und ach so, hier Regulierung, das heißt, was weiß ich, das muss mindestens 2,15 Meter lang sein und so weiter und so fort. Das ist die Aufgabe des Staates, ist einfach zu verschwinden, das heißt, sich rauszuhalten und souveräne Individuen ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Ich hatte ja 3 Fragen gestellt. Was ist Inflation? Und du hattest ja bei den Preisen schon gesagt, Preis ist ja mehr oder weniger so ein Umtauschverhältnis vom Geldgut in ein anderes Nicht-Geldgut oder von mir aus auch in ein anderes Geldgut. Aber was ist jetzt Inflation? Also Inflation hat mehrere Definitionen. Deswegen sage ich jetzt meine Definition, so wie ich Inflation verstehe, im Kontext auf Geld. Inflation bedeutet die Ausweitung der Geldmenge. Ja, wieder eine super schöne kurze Definition, die Ausweitung der Geldmenge. Das bedeutet, wenn mehr Geldeinheiten dazukommen, das bedeutet Inflation. Und ihr merkt, mit meiner eigenen Definition ist Inflation per se nichts Schlechtes. Ja, also zum Beispiel in Bitcoin haben wir auch eine Inflation, weil immer neue Bitcoin mit jedem Block, aktuell 6,25, dazukommen. Das heißt, die Geldmenge wird auch ausgeweitet. Im Kontext jetzt aber von unserem kontemporären politischen Umfeld heißt Inflation hier eigentlich die Taten der EZB zum Beispiel, der Zentralbanken, die eben die Geldmenge ausweiten mit einem Federstrich oder einem Druck auf einer Tastatur. Und das heißt, die erhöhen ihr Bilanzblatt und die kreieren einfach so neues Geld. Und das ist eben ein sehr gemeiner Mechanismus, weil es im Endeffekt eine versteckte Steuer ist, die der Bürger nicht richtig wahrnimmt und die auch zeitverzögert Effekte zeigt. Und das ist sehr gemein, weil eben wenn die Effekte sich dann manifestieren, sind die Politiker eben in der Lage, das auf andere Faktoren zu schieben. Ja, was weiß ich, schlechtes Wetter oder jetzt hier Pandemie oder was auch immer. Es musste sein, ja, sonst wären wir alle jetzt über den Jordan gegangen. Du spielst auf den Cantillon-Effekt an. Den werden wir im Monatsrückblick auch noch mal ein bisschen erklären, sprich du. Ich muss dir aber bezüglich deiner Inflationsdefinition ein bisschen widersprechen. Weil das hatte ich früher auch gedacht, dass Inflation einfach nur die Geldmengenerweiterung ist. Aber ich definiere Inflation als Preisverfall, als Wertverfall. Und dieser Wertverfall des Geldgutes kommt halt dadurch zustande, wenn ich einfach neue Geldeinheiten in den Markt reingebe und das andere, das Gegenüber, bleibt konstant, dann habe ich plötzlich ein Überangebot von Geld und das Geld verliert an Wert. Und das ist eine Folge der Geldmengenerweiterung. Und das würde ich als Inflation definieren und ansehen. Ja, also ich würde da jetzt sagen, das ist der Effekt oder das ist die Konsequenz von Geldmengenerweiterung. Korrekt. Und so wie du es jetzt definierst, ist es auch näher, vielleicht sagen wir das einfach nur der Vollständigkeit halber, an der kontemporären akademischen Definition. Aber die haben noch den Unterschied, das hast du jetzt nicht genannt, die haben einen Warenkorb. Das heißt, die gehen virtuell oder in ihren Fantasien durch einen Supermarkt oder leben ein durchschnittliches Leben, whatever, und sagen dann, oh, und die Güter, die wir jetzt hier für dieses Fantasieleben gekauft haben, das ist unser Warenkorb. Und jetzt gucken wir, wie teuer oder günstig der im Verlaufe der Zeit wird.
Und das, da, daran messen die Zentralbanken ihre Inflation. Ja, das ist der sogenannte Konsumentenpreisindex oder auf Englisch Consumer Price Index oder CPI. Und die Sache ist halt, die verändern den Warenkorb. Das heißt, die legen da manchmal andere Sachen rein. Und dann ist es halt, ja, kann man da halt alles damit machen. Also genau, deswegen Inflation. Ich finde halt, wenn wir Inflation als Geldmengenerweiterung definieren, können wir ganz einfach die Inflationsrate bestimmen. Das ist der dazukommende Stock im Verhältnis zum bestehenden Stock. Geldmenge letztendlich, ja, Stock ist Geldmenge. Wobei das aber ein bisschen zu kurz gesprungen ist, Alex, weil in der Zeit, wo die Geldmenge sich erweitert, erweitert sich ja auch das Angebot an Waren. Also klar, Land, Immobilien kommen jetzt da wenig dazu in der Zeit, aber es werden Güter produziert. Und deswegen habe ich mit Absicht nicht diesen Pseudo-Warenkorb verwendet, weil der auch hochgradig kritisch zu betrachten ist. Und geh mal mit leeren Magen einkaufen und geh mal mit vollen Magen einkaufen und guck mal hinterher in deinen Einkaufswagen. Das sieht dann auch wirklich total unterschiedlich aus. Aber müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Wichtig ist halt nur, wir wollten ja in unserem Podcast oder wollen in unserem Podcast auch unterschiedliche Meinungen rüberbringen. Und meine Meinung ist halt, Inflation ist Preisverfall eigentlich. Wie sieht denn die monetäre Geschichte des Westens aus? Wie ist es denn zu der Situation gekommen, die wir gerade erleben? Kannst du da aus historischer Sicht mal einen Abriss geben? Ja, und das will ich vielleicht auch noch kurz erwähnen für die Zuhörer, die das jetzt auch so interessant finden wie ich. Ich habe da eine ganze Podcast-Reihe dazu gemacht, wo ihr euch ja mehrere Stunden von mir anhören könnt, auch weniger verschnupft zu eben genau diesen Punkten, wo das nochmal mehr ins Detail reingeht. Aber es ist wirklich eine interessante Frage, Ralf, weil, wie gesagt, wir hatten im 19. Jahrhundert einen de facto Goldstandard. Und heute haben wir Fiat-Währungen, die an gar keinen Wert mehr gekoppelt sind. Das heißt, eine Fiat-Währung heißt Fiat-Währung, weil sie durch staatliches Dekret, der Staat sagt, es werde Geld und es ward Geld. Und so ist der Euro zum Beispiel heute oder der Dollar. Ja, das sind die Papierscheine, sind nicht mehr Zertifikate für Gold, für ein bestimmtes Gewicht an Gold, sondern da steht halt 5 Euro drauf. Ja. Und wenn die Lagarde einen guten Tag hat und dann, was weiß ich, wie viele Billionen neue Euro kreiert, dann gibt es dann halt so und so viel mehr. Ja. Und also nochmal, wir lassen uns wieder die Definition auf der Zunge zergehen. Papiergeld kommt eigentlich daher, dass der Markt wieder sich spezialisiert hat und es sogenannte Lagerhäuser für Gold gab. Ja, also Gold hatte sich über den Marktprozess eben als das beste Geld herauskristallisiert und alle Länder waren auf dem Goldstandard. Und dann gab es eben sogenannte Lagerhäuser für Gold, wo die Leute ihr schweres Gold hingetragen haben. Das Lagerhaus hat ein Zertifikat ausgestellt, hat gesagt, jo, hier liegen, was weiß ich, 2 Unzen Gold zu der und der Güte. Und hier ist das Zertifikat und jetzt kannst du das Zertifikat tauschen, anstatt das Gold mit dir rumzutragen. Diese Lagerhäuser für Gold, ein anderes Wort dafür, ist eine Bank. Und eine Bank konnte damals nicht mehr Zertifikate ausstellen, als die tatsächlich Gold auch eingelagert hat, ja, weil das wäre ja Betrug. Wenn ich ein Lagerhaus für, was weiß ich, so eine Storage Unit habe, ja, wo Leute ihre Boxen hinstellen können und jemand bringt mir seine Box mit seinen, was weiß ich, Erinnerungen und ich gebe ihm sein Zertifikat und dann mache ich das gleiche Zertifikat nochmal und verkaufe es an jemand anderen, ja, der dann bei mir Schulden hat und die abbezahlen muss, das ist Betrug. Und so ist das im Fall von Geld und Gold eigentlich auch gewesen. Aber in den USA hat sich eben im 19. Jahrhundert angefangen, der Staat einzumischen und hat dann zum Beispiel, ich glaube 1860 rum war da irgendwas, wo die den Banken in einem bestimmten Staat und dann ultimativ auch für alle Federal gesagt haben, ihr müsst eure Verpflichtungen nicht zurückzahlen, ja, ihr seid nicht dazu verpflichtet und haben also dieses System des fraktionalen Banking oder Fractional Reserve Banking, das heißt, dass wir nicht mehr 100% der Güter, die wir eigentlich einlagern sollten, wirklich einlagern haben. Dieses System wurde damit legalisiert. Ja, der Staat hat sich in den Markt eingemischt und hat mit seinem gewaltvollen Arm gesagt,
die dürfen das jetzt, ja, die betrügen nicht, wenn sie das machen und du hast kein Recht, ja, wir schützen deine Eigentumsrechte, die du eigentlich hast, nicht, dass du ein Recht hättest, dir dein Gold zurückzuholen, sondern du stehst dann halt mit leeren Händen da. Und so hat das eigentlich angefangen, ja, und dann, bitte. Darf ich noch mal kurz einwerfen, zwei Sachen. Die erste Sache ist, die Zentralbanken haben zwar eine Lizenz vom Staat, aber die Fed, weißt du selber, ist eine Privatbank. Und bei der EZB bin ich mir auch nicht so richtig sicher, wer da die Strippen und die Fäden im Hintergrund zieht. Zweite Sache, es gab früher auch Silberstandard. Und in der westlichen Welt hatten wir einen Gold- und einen Silberstandard. Und wir sind, wie du schon richtig gesagt hattest, zum Goldstandard übergegangen. Das heißt, das Silber ist rausgefallen als Währungsabsicherung. Und die Chinesen hatten aber schon seit fast 2000 Jahren, hatten die eine silbergedeckte Währung. Und dadurch, dass der Silberpreis ziemlich stark verfallen ist gegenüber dem Goldpreis, ist der Yuan der Chinesen auch ziemlich abgesackt. Und der Seyfan Anaidun mit seinem Bitcoin-Standard beschreibt das auch ganz gut in seinem Buch. Das wollte ich eigentlich nochmal so kurz ergänzt haben. Ja. Seyfan Amus meinst du nicht? Seyfan Anaidun. Genau, richtig. Ja. Den Namen kann ich mir mal ein bisschen schlecht merken, aber das Buch ist halt nur für Leute, die halt in dem Thema schon ganz gut unterwegs sind, leicht verständlich für alle anderen, die werden sich da ein bisschen schwer tun. Aber es ist ein recht gutes Buch und er beschreibt da auch ganz gute Sachen. Also wir waren jetzt hier beim Goldstandard, der dann irgendwie zu einem fraktionalen Standard wurde. Das heißt, früher habe ich halt einen Geldschein, sagen wir mal, ein Gramm Gold oder eine Unze Gold. Und später war es dann ein Geldschein und ein Bruchteil von einer Unze Gold. So, ne? Das war ja so grob und einfach ausgedrückt das, was du eben gesagt hast, richtig? Genau, also vielleicht, um das nochmal zu konkretisieren. Ich hatte ja auch schon vorhin gesagt, dass die Nationalwährungen, also Mark und Dollar, waren nur Synonyme für bestimmte Gewichte an Gold. Und beim Dollar zum Beispiel war das 1/20 Unze Gold. Ja, und da kann man sich jetzt eben ausrechnen, könnt ihr nachschauen, wie viel ist eine Unze und dann macht ihr einfach 1/20 davon, also durch 20 und dann habt ihr praktisch das Gewicht von einem Dollar damals. Und das konnte dann praktisch auch mehr oder weniger jeder, ja, also der die Mittel hatte, halt nachprüfen, ob das tatsächlich so das Gewicht an Gold war und genau. Ja, und dann ist ja der Erste Weltkrieg ausgebrochen, beziehungsweise kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1913 wird die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, gegründet. Und ein Jahr später bricht der Erste Weltkrieg aus. Und im Ersten Weltkrieg die USA und deswegen, Rothbard war natürlich Amerikaner und die USA als Imperium sind natürlich auch irgendwie die interessanteste Nation. Deswegen, das Buch ist relativ USA fokussiert, wobei ich die Version auf Deutsch lese, die von Guido Hülsmann übersetzt wurde. Und da hat er auch noch einen Nachtrag praktisch mit Euro und auf Europa fokussiert. Aber genau, deswegen im Ersten Weltkrieg relativ schnell, Europa verlässt den Goldstandard. Ja, jede Nation in Europa kann es sich nicht erlauben, so viel für Krieg auszugeben und auf einem Goldstandard zu bleiben. Da sind halt dann irgendwann die Koffer leer. Und was die Staaten dann gemacht haben, ist, sie haben einfach Fiat-Währungen deklariert. Ja, die haben dann gesagt, ja, jetzt hier Krisenzustand. Ja, der Staat kann sich wieder auf die Brust klopfen. Jetzt muss ich hier handeln. Wir machen die weise Entscheidung, den Goldstandard auszusetzen. Und das heißt, wir können so viel Geld drucken, wie wir wollen. Und damit können wir uns den Krieg finanzieren. Und das haben die dann gemacht. Ja, die USA sind relativ spät in den Ersten Weltkrieg eingetreten und haben deswegen das auch nicht gemacht, den Goldstandard zu verlassen. Das heißt, der Dollar hat sich praktisch hier vor allem gegen den Pfund hervorgetan, ja, weil der Pfund war auch eine sehr renommierte Währung. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg war dann die große Frage, okay, jetzt müssen wir nicht mehr die ganze Zeit hier Geld ausgeben, dass sich die Leute abschlachten können. Jetzt müssen wir wieder zurück zu einem System kommen, vielleicht, was wir vorher hatten. Ja, aber sie sind nicht zu dem System gekommen, was sie vorher hatten, weil dann zum Beispiel Großbritannien ihren Pfund deutlich abwerten hätten müssen, weil sie eben so viel Inflation betrieben haben, die Geldmenge so weit
ausgedehnt haben und damit hat die Einheit an Kaufkraft verloren und das wollten die Engländer nicht wahrhaben. Das ist gegen ihren Nationalstolz gegangen und dann wurde eben hier angefangen, sich einzumischen. Ja, wie das jetzt genau ausgesehen hat, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist zu detailliert, aber relativ bald drauf kam ja dann auch der Zweite Weltkrieg, wo das eh wieder über den Haufen geworfen wurde, wieder die gleiche Geschichte, die Staaten verlassen die Goldstandards und drucken hier ja, munter Geld, um eben den Krieg zu finanzieren und nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Bretton Woods-System etabliert, wo dann eben der Dollar an Gold gekoppelt ist, auch leicht abgewertet, nicht mehr eine 20. Unze, sondern eine 35. Unze Gold ist ein Dollar und alle anderen Währungen sind an den Dollar gekoppelt. Und das war ein Rezept für Desaster. Aber ich mache erstmal kurz Pause und erlaube euch auch an Wort zu kommen. Ja, eine Frage von mir. 1913, die Gründung der FED, die ja ein Mix aus Privatbanken letztendlich, die den Dollar bestimmen und herausgeben und staatlichem Einfluss ist. Kannst du dieses Konstrukt kurz erklären? Also ich möchte nur ganz kurz noch erwähnen, es gibt ein sehr gutes Buch von Mary Rothbard, was heißt The Origins of the FED, also die Ursprünge der FED, wo er erklärt, die ist ja nicht einfach so von einem Tag auf den anderen, boom, war die Zentralbank da, sondern das waren Jahrzehnte an Arbeit, die da reingeflossen sind, stark vorangetrieben auch von Rockefeller und JP Morgan und dann wurde eben die Federal Reserve gegründet, die Bank der Banken, ja, das ist sozusagen eine Zentralbank und das bedeutet, ultimativ hat die Zentralbank die Funktion als Geber der letzten, also Lender of Last Resort. Englische hat den schönen Begriff, ja. Also, wenn alles den Bach runtergeht, dann kann die Zentralbank den Banken Geld geben, Liquidität geben, dass sie eben nicht pleite gehen müssen. Dazu hat die Zentralbank auch noch die Funktion, dass sie den Leitzins bestimmen kann. Das heißt, auf der einen Seite bestimmen sie die Geldmenge, wie viele Einheiten im Umlauf sind, und auf der anderen Seite bestimmen sie den Zins, mit anderen Worten, den Preis, den das Geld kommandiert über die Zeit hinweg, ja. Und ich kann das jetzt hier nicht genau ausführen, aber das sind die zwei Stellschrauben. Wenn man die kontrolliert, dann kann man den Markt manipulieren, wie man will, weil dadurch, dass Geld das universelle Tauschmedium ist und alle Güter ihre Preise eben oder ihren Nenner in Geld haben, beeinflusst eine Veränderung am Geld alle Interaktionen in der Wirtschaft. Ja, also das ist sehr mächtig. Oder die Zentralbank ist sehr mächtig, was die Geldpolitik angeht. Eine Ergänzung, wie weit das zurückreicht. Der Amschel Mayer-Rothschild ist ja auch, der ist im 18. Jahrhundert aus Frankfurt ausgewandert, zusammen mit ein paar anderen sagen wir mal Söhnen jüdischer Familien. Und er hatte mal gesagt gehabt, gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und mich interessiert nicht, wer die Politik macht. So, und diesen Spruch haben halt seine Nachkommen, auch die Rothschilds waren ja mit dran beteiligt an der Gründung der FED und die haben sie erst im zweiten Versuch 1913 umsetzen können, weil der erste Versuch gescheitert ist und den zweiten haben sie dann mit einer Lüge und noch ein paar anderen Tricks endlich umsetzen können. Aber lass uns mal weitergehen. Das nächste ist dann Bretton Woods, Ende des Zweiten Weltkrieges, das hattest du schon gesagt. Und wann ist das Zeitalter der Fiat-Währung dann endgültig eingeläutet worden? Kannst du dir? Ja, also Bretton Woods, ich hatte das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, das war ein Rezept für Desaster, weil eigentlich, was es unterm Strich bedeutet hat, ist, die Geldpolitik der USA beeinflusst ganz Europa. Ja, weil dadurch, dass sich alle europäischen Währungen auf den Dollar stützen, wenn die Federal Reserve dann den Dollar inflationiert, dann inflationieren sie auch alle anderen Währungen mit. Und ja, das ist ein halt hat sich über die Jahre hochgeschaukelt, bis dann, und ich glaube, Thor, da kennst du dich besser aus als ich, aber dann hat Charles de Gaulle, also der französische Präsident zu der Zeit, dann halt irgendwann gesagt, ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Ja, das war dann so 1970 um den Dreh, wo er dann halt gesagt hat, hey, wir haben so viel Dollar hier rumliegen, ja. Also, was die ganze Zeit passiert ist eigentlich, ist, Europa hat Dollar bekommen, ja, Papierscheine oder was weiß ich, Buchgeld, und
Hat das nicht umgetauscht in Gold, ja, weil dann musst du ja nach Amerika fahren, da, was weiß ich, ein Schiff im Hafen von New York anlegen, nach Fort Knox gehen, das Gold da rausholen, in das Schiff reinladen, über den Atlantik schippern und dann bei dir anlegen, das Gold dann in eine sichere Location bei dir bringen und dann hast du es praktisch abgeschlossen. Ein riesen Aufwand. Er ist mit der Kriegsmarine rübergefahren und hat dann, sagen wir, die Papierscheine, die Quittung gegen Bares, gegen Gold getauscht. Und ich bin ja auch der Meinung, dass er unser Gold auch bekommen hat, aber es ist nicht seine Schuld. Weil meine Meinung ist, dass das Gold, was wir noch als Land Deutschland in den USA eingelagert haben, gar nicht existent ist, sondern da ist nur ein Bruchteil da. Und als wir irgendwann, ich glaube, vor 6, 7, 8 Jahren da mal von den, ich glaube, über 3000 Tonnen, mal 300 irgendwie bekommen wollten, hat es 4, 5 Jahre gedauert. Und dann haben wir Gold mit einer Prägung von 2014 bekommen. Und das Gold, ich hatte mich da auch mal schlau gemacht, wo kommt denn das her? Ich dachte früher erst, das wäre das Nazi-Gold gewesen, ist es aber nicht. Sondern dieses Gold ist aufgebaut worden durch Handelsüberschüsse in den 50er und vor allen Dingen in den 60er Jahren. Das heißt, da hat man einen Teil des Handelsüberschuss in Gold getauscht und das bei verschiedenen Nationalbanken in London, in Paris und vor allem in den USA eingelagert. Das in Paris ist abgezogen worden, London, ich glaube, auch alles und nur noch ein Bestand, der aber nur fiktiv auf dem Papier existiert, ist noch in Fort Knox oder wo auch immer der lagert. Vermutlich lagert der irgendwo anders. So, und der Beginn dieser Fiat-Währung, oder sagen wir mal nicht der Beginn, dass der Tod der fraktional gedeckten Goldwährung war am 15. August. Das ist in Deutschland auch ein Feiertag gewesen. Und damals war es ein Sonntag, glaube 1971 passiert, als Präsident Nixon die Lieblingsserie aller Amerikaner, nämlich Bonanza, sonntags unterbrochen hatte für eine wichtige Durchsage, dass der US-Dollar jetzt nicht mehr ans Gold gebunden ist. Ich denke mal, ein Großteil der Leute hat die Tragweite nicht verstanden. Und erst jetzt rückblickend sehen wir halt das Dilemma, dass jetzt per Knopfdruck, wie du schon sagtest, beliebige Mengen Geld oder sagen wir mal Papierscheine oder auch digitale Zahlen produziert werden können. Gut, wie gesagt, das Fiat-Währungszeitalter, in dem befinden wir uns immer noch. Dann hatten wir als nächsten Punkt hier noch stehen Euro. Was kannst du da? Warte. Ja, noch ganz kurz. Also dieser Moment, ja, extrem entscheidender Moment, dass Nixon auf einmal sagt, Leute, wir haben jetzt keinen Goldstandard mehr. Das ist so ein bisschen, wer die alten Cartoons noch kennt, wie der Wile E. Coyote, der über die Klippe rennt und in der Luft stehen bleibt. Ja, die Leute realisieren nicht, was das eigentlich bedeutet, dass der Dollar jetzt nicht mehr an Gold gekoppelt ist. Das bedeutet, dass sein Geld wertlos ist. Ja, das bedeutet, dass die Regierung mit dem Geld machen kann, was sie will. Und wenn man sich mal die Graphen anschaut ab 1970, die sprechen Bände. Okay, genau. Und der Euro ist ja jetzt praktisch die neueste Fiat-Währung eben in Europa, in der Eurozone, ist ultimativ auch eine ganz interessante Geschichte. Ich finde generell, diese ganze Geschichte ist wie ein Krimi. Der Euro ist ultimativ auch darauf gewachsen, dass ja die europäischen Nationen, Italien, Spanien, Frankreich, keine Ahnung, sehr starke Inflation mit ihren nationalen Währungen betrieben haben und die Deutsche Bundesbank immer relativ konservativ war. Und dadurch haben halt die anderen Nationalwährungen im Verhältnis zur Mark abgelost. Und das finden die Nationen dann halt nicht cool. Und das schadet auch den Importen und Exporten, wenn die Wechselkurse so schlecht sind. Und deswegen haben die anderen Nationen so gesagt, hey, Deutschland, wollt ihr nicht auch ein bisschen mehr inflationieren? Und ultimativ ist dann da eben der Euro draus gekommen, wo alle Nationen im gleichen Boot sitzen. Und wenn Griechenland inflationiert und Schulden macht, dann ist das halt mitgehangen, mitgefangen. Deutschland sitzt jetzt auch mit im Boot. Wie könnte das weitergehen? Also ich glaube, der Euro wird scheitern. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, es ist halt einfach, im Endeffekt ist es ein riesengroßer Scam, wo eine sehr kleine Gruppe unglaublich reich wird und profitiert dadurch, dass sie eben
den Wohlstand anderer Leute weginflationieren können. Und der Euro wird einfach ersetzt durch ein besseres System. Dann stirbt er einfach so weg. Irgendwann, ja, das ist jetzt natürlich, wird nicht so von heute auf morgen passieren. Es könnte jetzt sein, dass eine Euro-Krise ausbricht. Ja, das ist ja durchaus möglich, so ein Black Swan-Event, dass auf einmal der Euro in Frage steht, wie man so schön sagt. Und dann muss sich die Lagarde wieder hinstellen und Olaf Scholz und sagen, ja, alles ist sicher, ja, wir drucken so viel Geld, bis uns die Finger bluten. Aber dann kommt halt irgendwann die Hyperinflation und das sieht man dann halt in Venezuela, wie das aussieht. Es gibt jetzt ja den digitalen Euro, der von der EZB als Forschungsprojekt in den nächsten 2 Jahren vorangetrieben wird. Könnte der eine Lösung sein oder nur ein Aufschub? Und was kommt danach? Wie sieht es danach aus? Also es ist ganz einfach, man kann sich die Frage, ob das eine Lösung ist, selber beantworten. Das Problem, ja, wir diagnostizieren kurz das Problem. Das Problem ist, dass der Staat unkontrolliert Geld druckt. Wird der digitale Euro das verhindern? Nein, wird er nicht. Also löst er das Problem nicht. Ja, das ist wie, wenn man dann so, man hat einen rostigen Nagel im Fuß und man macht da eine Schleife drum und sagt dann, toll, jetzt sieht er schöner aus, aber das Problem hat das nicht gelöst. Und deswegen, ja. Bin ich da sehr pessimistisch, was den digitalen Euro angeht. Aber trotzdem noch mal intervenieren, Alex. Der Staat druckt nicht das Geld, sondern die Zentralbank. Und die Zentralbank... Ja, die schieben sich da die Verantwortung so hin und her. Aber die Zentralbank ist meiner Meinung nach eher von dem Bankensystem gesteuert. Und der Staat, ich weiß nicht, die Politiker sind meiner Meinung nach nicht irgendwie selbst handeln, sondern getrieben von anderen Interessengruppen. Ja, okay. So, und die Frage vom Ralf, gibt's da irgendwie eine Alternative zu diesen Euro, Zentralbank, was auch immer Geld, Fiat-Geld? Siehst du da irgendwas am Horizont schon? Ja, also ultimativ muss man natürlich auch immer sagen, es gibt Gold. Gold gab es schon immer und Gold wird es auch immer geben. Da kann man immer zurückgehen und das ist auch eine relativ sichere Wette, glaube ich, wenn, wie man im Amerikanischen so schön sagt, wenn Shit hits the Fan, also wenn die Scheiße den Ventilator trifft, dann ist Gold wahrscheinlich schon eine gute Lösung. Jetzt neu, eben seit 2008, gibt es Kryptowährungen à la Bitcoin und seit 2014 à la Monero. Ich denke, das alleine macht mich unglaublich optimistisch, was die Zukunft der Menschheit angeht, dass wir eben mehrere Projekte haben, die relativ vielversprechend sind und die als Alternative zum Euro in der digitalen Welt eben fungieren könnten. Weil, let's be honest, Gold in der digitalen Welt ist einfach nur Klotz am Bein. Wenn ich Geld nach Australien schicken will, dann hilft mir meine Unze Gold gleich gar nichts. Ja, da muss ich wieder zu Trusted Leuten gehen. Und deswegen nochmal das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir die physische Welt in den digitalen Raum heben, das ist jetzt eben durch Bitcoin möglich geworden. Erkläre mal, warum du denkst, dass Bitcoin und Monero besseres Geld ist als der Euro. Die sind ja auch beide durch nichts gedeckt, wenn man es jetzt streng nimmt. Genau, also sie sind durch nichts gedeckt. Das heißt, sie sind digitale Güter. Ja, also dadurch, dass sie digitaler Natur sind, kann man sie halt nicht anfassen, wie man jetzt einen Klumpen Gold anfassen kann. Aber der große Unterschied zum Euro ist eben, dass die Geldmenge im Protokoll der jeweiligen Netzwerke festgelegt ist und dass alle Teilnehmer im Netzwerk diese Regeln gegenseitig kontrollieren. Ja, das sind Peers, die gleich sind. Auch da gibt es keine Herrscher, sondern die kontrollieren sich gegenseitig. Und wer mit den Regeln, ja, die Regeln sind super wichtig da in dem Protokoll. Wer sich an die Regeln hält und gültige Blöcke produziert und gültige Transaktionen schickt, der spielt mit. Deswegen, weil die Geldmenge festgeschrieben ist und von mir nicht verändert werden kann, von euch nicht verändert werden kann, von den USA nicht verändert werden kann. Deswegen ist Krypto, explizit Monero, ein besseres Geld als der Euro. Ich muss auch dazu sagen, wenn mir Monero oder Bitcoin nicht gefallen, dann verkaufe ich die und gehe halt in ein anderes Geld. Ganz genau, weil in den Kryptowährungen gibt es den freien Markt, den ich mir überall wünsche. Dort gibt es Projekte, es gibt Copy-Paste-Projekte von Bitcoin à la Litecoin oder Dogecoin, die keinen Mehrwert mit sich bringen. Aber hey, wenn die Leute das machen wollen, wenn die Leute dafür Zeit aufwenden wollen, dann sollen sie es bitte machen. Und am Ende des Tages muss ich es nicht benutzen, aber ich habe die Möglichkeit, dass sie vielleicht ein besseres
eine bessere Lösung implementieren als die, die ich vorher hatte. Und dann steige ich einfach um. Und ja, der Lebensstandard aller wurde wieder gehoben. Und der Grundmechanismus, der dem zugrunde liegt, ist die produktive Arbeit, dass sich freiwillig Leute zusammenfinden und sagen, hey, wir sind souveräne Individuen, lass doch mal zusammen was Cooles machen. Ähnlich wie wir jetzt hier den Podcast aufnehmen. Ja, wir haben uns zusammengefunden und wir zeichnen das auf für die Nachwelt, dass da Leute was lernen können. Und damit bereichern wir Leute, ja, weil das ja Wissen ist, das in der Realität einen Nutzen bringt. Du kannst eine Bitcoin-Transaktion oder eine Monero-Transaktion machen, die tatsächlich Wert kommuniziert. Und das ist schon unglaublich krass, dass wir diese Macht in unseren Händen haben. Ergänzen möchte ich noch dazu sagen, das, was wir bei den Kryptowährungen haben, ist ja auch das, was Mises gefordert hat oder gewünscht hat, Wettbewerb der Währung. Die Währung, die genau. Die meisten Fürsprecher, die meisten Nutzer hat, den größten Nutzen offensichtlich dann auch, wird halt am häufigsten und am meisten genutzt und ist vielleicht auch am wertvollsten. Vielleicht noch zu meiner Eingangsfrage, bevor wir dann das Scheingeldsystem abschließen. Was war denn jetzt so für dich die wichtigste Erkenntnis aus diesem Buch? Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Buch war, dass Geld einfach nur ein Gut ist, wie alle anderen Güter in der Wirtschaft auch. Ich habe vorhin von diesem ideologischen Mief geredet, der das Thema Geld umschleiert, ja, gerade im akademischen Diskurs in den Universitäten. Also wenn du jetzt heutzutage BWL studierst oder Volkswirtschaftslehre und dann da über Geld lernst, dann wird dir das nicht beigebracht, wie Rothbard das definiert. Weil wenn Geld nur ein Gut ist, dann ist die Frage, ob sollten wir einen Staat haben, der für uns das Geld dirigiert, ist genau die gleiche Frage wie bei allen anderen Gütern auch. Sollten wir einen Staat haben, der uns Schuhe produziert? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann ist die Antwort beim Geld darauf auch Nein. Und die Alternative ist eben der Marktprozess. Und das ist, um das nochmal auszubuchstabieren, eben, dass freiwillig Leute mit ihrem gerechten Eigentum das tun, was sie tun wollen. Und wenn zwei Leute sagen, hey, du hast einen Euro, ich habe eine Brezel, ich will deinen Euro und du kriegst meine Brezel. Und der andere sagt, oh, ich habe so Hunger, ja, das mache ich auf jeden Fall, dann tauscht man die Eigentumsrechte, ja, das heißt, der Bäcker kriegt das Eigentumsrecht über dem Euro oder Bitcoin oder was auch immer das Geldgut ist und der Käufer kriegt eben das Eigentumsrecht über die Brezel und benutzt das dann wahrscheinlich, um die Brezel zu verspeisen. Kommen wir zum nächsten Buch, Die Ethik der Freiheit. Wer hat das geschrieben und worum geht es darin im Großen und Ganzen? Ja, also große Überraschung, das Buch ist auch von Murray Rothbard und das ist so, finde ich, das interessanteste Buch, was er als Skizze der freien Gesellschaft geschrieben hat. Er beschreibt erstmal, worauf basiert philosophisch gesehen eine freie Gesellschaft oder was für eine Gesellschaft kommt raus, wenn wir folgende philosophische Annahmen treffen und die eigentlich einzige Annahme, die er trifft, ist, der Mensch handelt. Und das ist ein selbstevidentes Axiom. Der Mensch kann nicht handeln, aber genau, daraus leitet er praktisch die freie Gesellschaft ab und geht da relativ ins Detail, wie eben bestimmte Fragen aussehen. Und ich finde, das ist eben so eine Wissenslücke bei vielen Leuten, gerade wenn es ums Thema Anarchie geht. Die sagen dann, ja, aber was passiert mit den Mördern und den Vergewaltigern? Was passiert mit den Kindern und so weiter und so fort? Und da beschreibt Rothbard eben, wie seine ideale Welt aussehen würde. In Neudeutsch sagt man dazu Ankapistan, also die Zusammensetzung aus Ancap, was Anarcho-Kapitalist heißt oder Anarcho-Capitalist. Ancapistan ist das fiktive, ideale Land und Rothbard beschreibt eben, wie bestimmte Prozesse da ablaufen müssten, um gerecht zu sein, ja, weil wir eben Gerechtigkeitsprinzipien haben und dieser ganze Ansatz von ihm ist eben ein prinzipienbasierter Ansatz, dass er einfach nur ableitet und anwendet die Prinzipien, die wir uns vorher logisch erdacht und gefestigt haben. Das ist ein längeres Buch, ist auch ein bisschen akademischeres Buch, aber durchaus sehr interessant.
Also ich fand das Buch sehr interessant und du hast dich jetzt aber ein bisschen drumherum gemogelt mit dem menschlichen Handeln. Er geht ja im Prinzip von zwei Rechten aus, die ich als Mensch habe. Kannst du die kurz nennen und ein bisschen erklären? Also, so wie ich die Frage verstehe, meinst du wahrscheinlich, dass jeder Mensch ganz unmittelbar das Recht oder die Eigentumsrechte über seinen eigenen Körper hat. Ich kontrolliere meinen eigenen Körper und der gehört mir. Ja, ich darf entscheiden, was mit meinem Körper passiert und das darf nicht jemand anderes entscheiden. Ja, also wenn ich mit meinem Körper entscheiden will, dass ich liegen bleibe und jetzt nicht aufstehe, dann kann nicht jetzt, weil Thorsten mir befiehlt aufzustehen, hat er kein Recht über meinen Körper. Die logische Implikation eigentlich vom Eigentumsrecht über den eigenen Körper und dem Kontext des Menschen in der Realität, in der wir uns finden, ist das Eigentum über dingliche Güter, ja, über den Tisch, den ich zum Beispiel vor mir habe, oder den Laptop, oder wenn ich, und das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt an, was ich gesagt habe, deswegen, Rothbard hat eine wunderschöne Analogie, und zwar an Robinson Crusoe, also den Roman, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Robinson wird einsam an eine Insel geschwemmt und findet sich praktisch konfrontiert mit der Natur erstmal. Es gibt keine Menschen um ihn herum und das ist praktisch der Naturzustand in Anführungszeichen in Rothbards Fiktion, weil er erstmal der Frage nachgehen will, wie sieht denn der Mensch vis-à-vis der Natur aus? Und da kommt er eben darauf, dass Robinson seinen Verstand benutzen muss und seine Arbeit benutzen muss und die naturbelassenen Ressourcen um ihn herum verwandeln muss in Ressourcen, die er vielleicht konsumieren kann oder in Produktionsgüter, mit denen er Konsumgüter, also um das an einem Beispiel zu machen, er könnte zum Beispiel Beeren pflücken. Ja, er geht einfach an einen Strauch, pflückt Beeren und schiebt die sich direkt in den Mund. Dann hat er praktisch ein Konsumgut geschaffen. Oder er baut sich eine Angel, um Fische zu fangen. Das wäre dann ein Produktionsgut, weil die Angel, die isst er nicht, sondern die benutzt er nur, um Essen zu fangen. Und der nächste Schritt ist eben, dass Freitag dazukommt. Und dann ist die Frage nicht mehr, wie ist der Mensch im Kontext mit der Natur, sondern wie ist der Mensch im Kontext zum anderen Mensch. Und wenn wir die Frage geklärt haben, dann haben wir sozusagen die Grundlage für die Gesellschaft schon etabliert. Ja, weil so wie ich zu Thorsten stehe, so stehe ich zu Ralf auch. Wenn wir alle Peers sind und keine Herrscher haben, sondern alle die gleichen Rechte. Das war noch nicht ganz der Ziel meiner Frage oder das Ziel, nicht der Ziel, das Ziel. Sondern es ging ja darum, du hast jetzt erklärt, Robinson ist da. So, und jetzt streiten die sich um... Von mir aus ein Berg auf der Insel. Also sprich Eigentumsrechte an Land. Ja, genau. Also das Prinzip wieder, was Rothbard hier zu Hilfe nimmt, ist das sogenannte Locke'sche Proviso, benannt nach dem amerikanischen Philosophen John Locke, der eben auch darüber philosophiert hat, was muss ich eigentlich tun, dass mir Land gehört. Und Locke's Proviso besagt eben, wenn du naturbelassene Ressourcen findest und die mit deiner Arbeit vermischst, dann machst du dir die naturbelassenen Ressourcen zu eigen. Und nur mal ganz abstrakt gesagt, heißt es zum Beispiel, wenn ich am Strand sitze, der keinen gehört, ja, Robinson setzt sich einfach an den Strand und fängt an zu buddeln und gräbt Ton aus, dann hat er mit seiner Arbeit, der Akt des Buddelns und des Tonausgrabens, hat er sich diesen Ton zu eigen gemacht. Und dann könnte Robinson diesen Ton benutzen, um sich, was weiß ich, eine Vase zu bauen. Oder er könnte den Ton mit Freitag tauschen zum Beispiel. Aber ja, genau, das ist der Akt sozusagen. Und jetzt ist natürlich die viel interessantere Detailfrage, wie sieht das denn genau aus? Ja? Wenn ich jetzt hier Christopher Columbus bin und, keine Ahnung, ich springe praktisch an das neue Land und mein Fuß berührt den Boden, wird dann auf einmal der ganze Kontinent Besitz der spanischen Krone oder wie sieht das aus? Und da sagt er eben, nee, das Prinzip angewandt, Columbus gehört nur so viel, wie er sich tatsächlich auch von naturbelassenen Ressourcen mit seiner Arbeit vermischt und zu eigen macht. Ja, das heißt, wenn Columbus da jetzt sich seine 200 Acres absteckt
in Amerika und anfängt, die zu bearbeiten und da Felder zu bestellen und die vorher keinem gehört hat, dieses Land, dann würde Rothbard sagen und John Locke auch, ja, das ist jetzt das Eigentum von Kolumbus und er ist der gerechte Eigentümer und er könnte das jetzt zum Beispiel tauschen gegen Geld oder gegen ein anderes Grundstück oder er könnte da was draufbauen. Beantwortet das deine Frage? Ja, das beantwortet meine Frage. Der Punkt ist jetzt, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Amis fliegen zum Mond, tun dort die amerikanische Flagge rein in den Mondboten rammen, dann ist das nur ein Marketing-Gag und der Mond gehört nicht den USA. Genau. Also zumindest in der Brille des Naturrechts. Ja, die US-Regierung kann da natürlich eine andere Perspektive drauf haben. Okay, gut. So, und jetzt wieder, um die Kurve zum Geld zu bekommen. Wenn ich jetzt quasi Land in Besitz nehme, was vorher niemanden gehört hat, das ist ja immer die Voraussetzung, dass quasi diese Eigentumsrechte des Landes an mich übergehen. Und mit den Eigentumsrechten und auch mit Geld habe ich ja dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mein Land verkaufen, also sprich gegen Geld tauschen. Ich kann aber auch das Land als Sicherheit hinterlegen, um dafür Geld zu bekommen. Richtig? Genau, das Prinzip, das zugrunde liegt, mit diesem Land kannst du machen erstmal, was du willst, solange du nicht Eigentumsrechte von anderen Leuten einschränkst. Ja? Also du kannst jetzt nicht da eine Atombombe auf deinem Grundstück zünden, weil damit schränkst du auch die Eigentumsrechte von den ganzen Nachbarn ein. Und zu dem Maße, wo du gegen die Eigentumsrechte von denen verstößt, wirst du auch zum Kriminellen. Wenn du das nicht machst, kannst du mit deinem Eigentum machen, was du willst. Und das heißt, du könntest es als Bestandteil von einem Vertrag benutzen. Und dann ist es nur noch die Frage, auf was einigt man sich? Ja, wenn wir beide uns gut kennen und was weiß ich, einen Vertrag aufsetzen, dann kann das Land in dem Vertrag irgendeine Rolle spielen und wir definieren das einfach selber. Und solange wir am Ende des Tages beide unterschreiben und sagen, ja, wir machen das aus freien Stücken mit unserem gerechten Eigentum, ist das komplett einwandfrei. Du hast ja immer wieder mal auch noch zu erkennen gegeben, dass die Position von Rothbard, dass sich der Staat aus einigen Dingen möglichst aushalten soll. Wie siehst du das in Kombination zu dem, was Rothbard schreibt, zu unserer heute gerade stattfindenden Politik? Ja, also es ist nicht sehr anarchokapitalistisch, was passiert aktuell in der Politik. Der Drang ist zu immer mehr Zentralisierung von Macht. Wir sehen das in Europa ganz stark, dass die EU immer weiter Macht zentralisieren will. Der Euro war natürlich da auch ein ganz wichtiger Schritt, um Macht in Brüssel zu zentralisieren. Und es wird auch immer totalitärer. Das heißt, der Staat mischt sich in immer mehr Aspekte des menschlichen Lebens ein. Und deswegen ist es sehr bedenklich, was in der politischen Seite da zumindest aktuell passiert. Und wir haben ja offensichtlich Alternativen, technologische Alternativen gestartet durch die Blockchain-Technologie, Bitcoin, Geld, Kryptowährung, Dezentralität. Man kann ja mit Blockchain nicht nur Technologien, nicht nur Krypto oder Werte übertragen, sondern man könnte ja da ja auch wirklich regelbasiertes Zusammenleben abbilden. Wo oder wenn man das in eine mögliche Zukunft projiziert, wo würdest du denn da zurzeit in welchem Umfeld, Staat am liebsten leben? Du lebst ja jetzt in Deutschland und was könnte dein oder wie könnte dort eine Weiterentwicklung, ich sag mal, dich motivieren, da zu bleiben? Also was ist jetzt genau die Frage? In welchem Land will ich leben oder was könnte mich motivieren, hier zu bleiben? Beides. Also ich glaube, ein sehr kluger Ansatz, gerade wenn man jung ist, also es kommt natürlich immer auf die Person drauf an. Ja, so eine Frage kann man nicht pauschal beantworten. Wenn man Familie hat, ist es natürlich viel schwieriger, das zu machen, was ich jetzt gleich vorschlage. Und zwar ist das, keinen festen Wohnsitz in einem Land zu haben, wo man, was weiß ich, für 10 Jahre wohnt, sondern mehrere Wohnsitze in verschiedenen Ländern zu haben und zu rotieren. Und dann halt, ja, keine Ahnung, da kennen sich andere Leute besser aus als ich, aber da kann man halt Steuer optimieren und man sieht auch was von der Welt. Ja, ich denke, das ist ein recht attraktiver Lifestyle. Was ich
persönlich jetzt aber nicht mehr so toll finde, weil der Nachteil davon ist halt entweder, du hast in unterschiedlichen Ländern Eigentum und bist natürlich zu dem Maße auch dahin geankert, oder du kannst kein richtiges Eigentum akquirieren, weil du die ganze Zeit auf Achse bist und dein ganzes Leben eigentlich in den Koffer passen muss. Und deswegen, wenn man sesshafter werden will, was vielleicht auch interessant ist, aktuell sind die Free Private Cities von Titus Gebel, die aktuell in Honduras gestartet werden. Also freie Privatstädte, wo praktisch die Bürger Kunden sind, die explizit vertragliche Beziehungen mit der Stadt eingehen. Und genau, also das ist ein freiwilliges Vertragsverhältnis im Unterschied zu, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, nach Berlin ziehe, dann habe ich kein freiwilliges Vertragsverhältnis mit der Stadt Berlin. Und genau, das ist recht interessant. Und in Deutschland, ja, was mich mehr hier halten würde, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ein stärkerer Rebellengeist. Ja. Was mich wirklich deprimiert irgendwie in Deutschland, ist, dass der Durchschnittsdeutsche sehr unkritisch ist, was die Mainstream-Meinungen angeht, sehr wenig hinterfragt, was da eigentlich gemacht wird. Und das ist schade, weil in Deutschland eigentlich viele, viele kluge Köpfe sind und viel Innovationspotenzial auch. Ja? Aber diese ganze Innovation wird irgendwie exportiert, weil die ganzen klugen Deutschen sagen, auf Deutschland habe ich keinen Bock, ich gehe lieber woanders hin. Vielleicht noch ganz kurz, was ich sehr interessant fand bei Rothbard, dass er aufgrund dieser zwei Thesen, Eigentumsrecht am eigenen Körper und quasi diese Eigentumsrechte an dinglichen Sachen oder auch an Land, baut er ein komplettes Gesellschaftssystem auf mit Fragen, wie sieht es aus mit Kinderhandel, mit Abtreibung, wer kann darüber bestimmen, ist das gut, ist das schlecht und so weiter. Und du hast eben angesprochen mit den Free Private Cities, mit denen werden wir uns halt auch nochmal hier und da irgendwie beschäftigen. Wir haben ja noch ein paar weitere Unterfragen zu der Skizze der freien Gesellschaft, Kriminalität und Strafe, Landraub und Rechtsprechung, Kinder- und Menschenrechte. Vielleicht können wir das auch nochmal oder kannst du es nochmal kurz abhandeln, dass wir die Punkte zumindest mal kurz gestreift haben, was Rothbard dazu in seinem Buch sehr gut auf den Punkt gebracht hat und ausgeführt hatte. Ich stelle ein paar Fragen und lieber Zuhörer oder Zuschauer, versucht die Fragen mal selber zu beantworten anhand der Prinzipien, die wir jetzt vielleicht in dem Talk schon erklärt haben oder die du schon im Vorhinein kennengelernt hast in Bezug jetzt auf die österreichische Schule. Wenn du es genau wissen willst, dann hör dir die Podcast-Folgen von mir an, weil es sind wirklich sehr interessante Folgen. Also Kriminalität, dieser Teil oder diese Kapitel beschäftigen sich damit der Frage, was ist Kriminalität? Welches Kriterium muss erfüllt sein, dass jemand ein Verbrecher ist? Und dann natürlich die zweite Frage, kann man Verbrecher bestrafen? Und wenn ja, wie sehr kann man sie bestrafen? Weil dürfte ich jetzt hier den 5-jährigen Kaugummi-Dieb am Späti, dürfte ich dem die Todesstrafe verpassen? Ja, also das ist natürlich eine Frage, mit der sich die freie Gesellschaft auseinandersetzen muss. Und das Interessante ist, hier gibt es keine glasklare Antwort, wie es jetzt die zum Beispiel in der Logik gibt. Ja, in der Logik ist etwas wahr oder ist es falsch. Ja, Booleans, einfach binär, 1 oder 0. Und hier ist es eher so Grauzone. Ja, und da kommt eben auch eigentlich die Tradition des Common Laws aus Irland zum Tragen. Das heißt, wir haben Prinzipien und wie dieses Prinzip jetzt genau angewandt wird in einer bestimmten Frage, ja, ist im Ermessen des Richters, der über diesen Fall entscheidet. Und der wendet eben das Prinzip an und kommt dann auf eine... Okay, aber ich möchte nicht spoilern. Beantwortet euch die Frage selber und hört dann die Folge nach. Landraub und Rechtsprechung. Wie lange gehört mir denn zum Beispiel Land? Ja, wenn ich jetzt hier Kolumbus bin und ich komme da gerade an und für, was weiß ich, 10 Tage bewirtschafte ich hier mal kurz ein bisschen unbewohntes Land, und dann gehe ich aber auf große Reise durch Amerika und komme nach 50 Jahren zurück. Ist das immer noch mein Land? Ja, wenn es noch mein Land ist und da jemand anderes ist, wer spricht dann Recht und so weiter? Ja, also das ist auch ein wichtiger Teil, wo ich am Anfang nicht so verstanden habe, warum legt Rothbard da so großen Wert drauf? Aber ich glaube, wenn man mal ein bisschen diskutiert hat mit Leuten, ist Landraub so die Frage zum Beispiel von den Native Americans in
den USA, ja, also den Indianern umgangssprachlich, die da ja eben vom weißen Mann beraubt wurden ihres Landes. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wenn das Generationen später erst geurteilt wird, was macht man da und so. Und ja, Kinder und Menschenrechte, Kinder, eine sehr wichtige Frage, auch ein sehr unterbeleuchtetes Thema in der Akademie, finde ich, was politische Rechte angeht. Kinder sind auch die Minderheit in der Gesellschaft, die am wenigsten Rechte haben und die am meisten benachteiligt sind. Ja, man muss sich mal vorstellen, was aktuell passiert. Die Generationen nehmen Schulden auf, indem sie die Staatshaushalte überziehen. Und Kinder, die noch nicht mal geboren sind, müssen das, was weiß ich, in 50 Jahren abbezahlen. Ja, selbst wenn man der kontemporären akademischen Theorie folgt. Wie ist das denn bitte gerecht? Ja, und dann auch die Frage, was sind Menschenrechte überhaupt? Welche Menschenrechte gibt es überhaupt? Wie viele Menschenrechte gibt es? Ja, weil zum Beispiel die UNO-Charta, die definieren ja einen ganzen Katalog an Menschenrechte, ja, von Bildung über Kleidung, über Behausung und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, ja, was ist denn alles ein Menschenrecht? Kann ich da einfach eine Wunschliste schreiben oder wie sieht es denn eigentlich im Naturrecht aus? Wie sieht's aus, Staat oder Freiheit? Da gibt's ja auch wieder einige Sachen. Es gibt die These, Steuern ist Raub. Da kommen wir später nochmal dazu, vielleicht ganz kurz. Aber was ist überhaupt das Wesen des Staates oder die Rolle des Staates? Ja, also hier haue ich wieder eine kurze, knappe Definition raus. Was ist der Staat? Der Staat ist die Organisation des politischen Mittels innerhalb eines bestimmten Territoriums. Wir gehen die Definition wieder kurz durch. Also, die Organisation des politischen Mittels. Was ist das politische Mittel? Rothbard zitiert einen deutschen Soziologen, der Franz Oppenheimer hieß. Und Franz Oppenheimer hat in seinen Schriften die Unterscheidung zwischen zwei Arten, wie man zum Wohlstand kommen kann, gemacht. Und die eine Art ist eben das sogenannte ökonomische Mittel. Das bedeutet, nochmal zu Robinson und Freitag zurück. Robinson fängt den Tag über Fische, Freitag sammelt den Tag über Beeren. Am Ende des Tages treffen sich beide unter freiwilligem Einverständnis am Lagerfeuer und tauschen Fische gegen Beeren. Das heißt, das ist das ökonomische Mittel zum Wohlstand. Ja, beide sind reicher geworden durch diesen Tausch, sofern sie ihn freiwillig gemacht haben natürlich. Und das andere Mittel zum Wohlstand ist eben das politische Mittel zum Wohlstand. Und das politische Mittel zum Wohlstand ist nicht, dass sich Robinson und Freitag in Einvernehmen am Lagerfeuer treffen, sondern dass Freitag zu Robinson hingeht, ihm Gewalt androht oder tatsächlich antut. Das heißt, sagt, ey, Robinson, gib mir mal hier jetzt deine Fische, die du gefangen hast, oder ich breche dir deine Kniescheibe. Wenn dann Freitag die Fische bekommt, dann ist er auch wohlhabender geworden, ja. Aber er ist eben auf Kosten von Robinson wohlhabend geworden. Und jetzt können wir verstehen, was das heißt, die Organisation des politischen Mittels, dass man eine Institution hat, deren Kern darauf ausgelegt ist, dass sie von manchen Leuten nehmen und anderen Leuten geben und auf dem Weg dazwischen sich natürlich auch noch ein bisschen was für sich selber in die Tasche stecken. Ich meine, sie arbeiten ja auch. Genau, das ist das Wesen des Staates ultimativ. Also in einem bestimmten Territorium war noch der letzte Teil der Definition. Das heißt, wir haben einfach Nationalgrenzen und in diesen Nationalgrenzen herrscht zum Beispiel die Bundesregierung Deutschland. Das heißt, die Bundesregierung Deutschland ist in diesen Grenzen die Organisation oder die Manifestation des politischen Mittels. Also die Definition des Staates ist, der Staat ist die Organisation des politischen Mittels in einem bestimmten Territorium. Dann haben wir ja noch Steuern und Geldwesen. Du hast ja schon gesagt, der eine nimmt es dem anderen, behält ein bisschen was für sich, hat halt klebrige Finger und ein Teil kommt halt bei dem anderen an. Das ist ja, ich meine, die Mafia macht das so und Staaten machen das halt auch so. Es gibt zumindest was die Gerechtigkeitsprinzipien angeht, keinen Unterschied, was die Mafia und den Staat unterscheidet. Ja? Der einzige Unterschied ist, dass der Staat die Legitimität in den Köpfen seiner Untertanen hat, dass die zustimmen oder zumindest nicht aktiv Widerstand leisten, also passiv resigniert sind und das halt mit sich machen lassen.
Das ist, denke ich, der wichtige Unterschied. Aber ansonsten ist die Mafia genauso eine Organisation des politischen Mittels wie der Staat eben auch. So, und beide legen halt das Geldwesen, also was Geld ist, wie Geld fließt, wie viel jemand behalten darf und so weiter, innerhalb ihrer territorialen Grenzen fest, richtig? Dass politische Mittel ausgedehnt ist auf die Leben der Untertanen, ist natürlich immer eine Frage von dem Kontext, von dem Staat, den man jetzt halt gerade betrachtet. Ja, es gibt natürlich, oder gab es zumindest in der Geschichte auch Staaten, die die Währung nicht reguliert haben, sondern wo das eben eine Funktion des freien Marktes war. Und genau, aber kontemporär ist es eben nicht so. Gut, es gibt Staaten, die haben keine eigene Währung, die verwenden halt die Währung von anderen Staaten. Also zum Beispiel, du hattest vorhin Free Private City angesprochen in, ich glaube, El Salvador. Und da wird halt als Parallelwährung auch der US-Dollar verwendet. Und in Argentinien war es ja auch lange Zeit so. Ja, und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die eigene Regierung da so eine unverantwortliche Geldpolitik betreibt, dass sie einfach, die Leute sind gezwungen, in den US-Dollar zu gehen, um ja nicht vollständig ihre Existenz ausgelöscht zu sehen. Fass vielleicht noch mal ein bisschen die Sicht von Murray Rothbard aufs Geld zusammen. Also was hat das jetzt, also was haben Staaten mit unserem Geld, mit unserem Geldsystem gemacht? Ja, zusammengefasst, Geld ist eine Erfindung des freien Marktes, was unser aller Leben unglaublich bereichert in seiner reinen Form. Allerdings ist es so, dass eben in den letzten 100 Jahren der Staat massiv, also auch schon länger als die letzten 100 Jahre, ja, also je nachdem, welchen Staat man betrachtet, es zieht sich durch die Bank. Die Römer haben Inflation betrieben und ja, egal welche Epoche man anschaut, oder es gibt Epochen, wo es relativ stabile Währungen gibt, und in diesen Epochen sehen wir den größten Fortschritt für die Menschen. Aber leider Gottes hat der Staat eben ja sich das Geld unter die Finger gerissen und benutzt das jetzt, um ungehindert Geld zu drucken, Kriege zu finanzieren. Und das heißt natürlich auch, Leute aktiv zu ermorden und natürlich auch durch die ganzen ökonomischen Konsequenzen von der Geldpolitik noch viele, viele weitere Existenzen in Gefahr und ja wirklich in den Abgrund zu stürzen. Dann kommen wir zum nächsten Buch von einer Ex-Russin, Die Tugend des Egoismus. Ich finde es nur interessant, ja, weil jetzt gerade im Kontext auf die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, mit der Philosophie des Geldes, Ayn Rand hat natürlich auch über Geld nachgedacht. Für die Leute, die Ayn Rand nicht kennen, sie war eine, wie gesagt, eine Ex-Russin, die mit, glaube ich, so paar 20 in die USA emigriert ist und der Sowjetunion entkommen ist. Sie hat Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Atlas Shrugged oder The Fountainhead. Und in dem Buch Atlas Shrugged eben, das ist ein Roman, aber da findet sich eben die sogenannte Money Speech, wo sie die Frage beantwortet, ist Geld wirklich die Wurzel allen Übels? Und die Antwort, die sie findet, ist, und sie ist sehr nah bei Rothbard eigentlich dran, was so die Ökonomie und so weiter angeht. Und die Antwort, die sie findet, ist, nein, Geld ist nur ein Werkzeug, genauso wie ein Hammer auch ein Werkzeug ist. Aber Geld ist eigentlich auch was Schönes, ja, weil es erlaubt den Menschen, ihre produktive Arbeit in ja so symbolisch eigentlich in irgendwas zu ankern. Und wenn die Menschheit als Gesellschaft ja ein Geld benutzt, ein hartes Geld benutzt, also ein Geld, was nicht willkürlich inflationiert werden kann, gutes Geld, dann macht die Wirtschaft unglaubliche Fortschritte und man kann richtig Wohlstand aufbauen und man, ja, das, was ich gestern erarbeitet habe, rinnt mir nicht heute durch die Finger, weil die Kaufkraft verfällt, sondern ich kann es anlegen und so weiter. Und der Fokus bei Ayn Rand ist eben auch auf die Tugend des Egoismus, ja, dass man nicht Angst hat zu sagen, oh, ich bin gierig oder ich arbeite für meinen eigenen Vorteil, so sollte ich es eigentlich sagen, weil Ayn Rand sagt, ja, das ist der Sinn deines Lebens, dass du für deinen Vorteil arbeitest, mit einem kleinen Sternchen dran, weil die Grundvoraussetzung ist in diesem Satz, dass du natürlich nicht die Eigentumsrechte anderer Menschen zu deinem eigenen Vorteil missachtest. Ja?
Ayn Rand ist sehr, sehr stark dagegen, dass du einfach sagst, ja, ich bin hier der Egoist und ich nehme mir einfach mal so den Apfel hier vom Markttisch, ohne den zu bezahlen oder so. Nein, sie sagt, du bist für deinen Vorteil verantwortlich oder für dein Leben verantwortlich und du bist nicht der Hüter deines Nächsten oder, ja genau, du bist nicht für deinen Nachbarn verantwortlich. Was mir eigentlich bei Ayn Rand, ich habe das Buch ja auch gehört bei dir im Podcast, was mir da eigentlich haften geblieben ist, das, was du gesagt hast, klar, aber was sie hat Argumente der Einschüchterung in einem Kapitel, ich glaube, einen der hinteren, beschrieben. Das heißt, wenn man mit jemandem diskutiert und ihn auf der sachlichen Ebene nicht widersprechen kann, weil er recht hat, dass man einfach versucht, auf anderen Ebenen ihn schlecht zu machen durch Gerüchte, durch Unterstellungen und Ähnliches. Aber wir waren ja hier beim Thema Geld. Sie hatte ja auch was zum Unverdienten gesagt. Und was hat das jetzt in Bezug auf Geld? Was kannst du dazu zum Besten geben? Ja, also der Betrug, der ja gerade eigentlich tagtäglich vor unseren Augen abläuft, ist, dass die Politiker bestimmten Gruppen in der Gesellschaft Vorteile versprechen, wenn sie gewählt werden. Also, was weiß ich, höherer Mindestlohn oder was auch immer halt die Forderung ist. Dann werden die Politiker gewählt und sie benutzen eben das Geldmonopol des Staates, um die Stimmen zu kaufen. Ja, das ist eigentlich, wenn man sich mal so überlegt, ja, das ist schon richtig dreist, was die machen, weil das ist auf Kosten einer Gruppe und zwar auf Kosten der Netto-Steuerzahler, der Leute, die mehr Steuern bezahlen, als sie de facto verbrauchen. Ja, und ich habe da, wie gesagt, gestern erst eine Passage von Rothbard über Steuern gelesen und das fand ich so schön. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen staatlichen Lehrer habe und dieser Lehrer verdient 30.000 Euro im Jahr und zahlt 10.000 Euro Steuern im Jahr, dann ist er trotzdem ein Netto-Steuerkonsument für 20.000 Euro. Ja, also der bekommt mehr, als er verbraucht. Und genauso gibt es eben halt auch Leute, die mehr bezahlen. Und das ist halt auch unverdient, ja, weil der Grundsatz des Marktes ist, wenn ich einer Person Geld geben will, ja, aus der Güte meines Herzens oder warum auch immer, dann kann ich das ja machen. Ist ja mein Eigentum. Aber der Fakt, dass ich gezwungen werden muss dazu, unter der Androhung oder tatsächlichen Anwendung von Gewalt, ist eben ja Evidenz genug eigentlich, um zu zeigen, dass ich das nicht machen will und dass es auch nicht zu meinem Vorteil ist. Es gibt natürlich Leute, die jetzt sagen, die jetzt Steuern zahlen toll finden, sagen, ja, aber es muss da auch für soziale Sachen, müssen da auch irgendwie bezahlt werden und Lehrerausbildung der Kinder ist wichtig und dieses und jenes. Was würdest du denen sagen? Also könnte ich viel sagen, aber ne, das geht wieder auf die Frage zurück, kann man eine Wunschliste einfach schreiben von allen Sachen, die der Staat übernehmen muss? Was ist das Kriterium dafür? Du hast jetzt gerade gesagt, dass die wichtigen Sachen muss der Staat übernehmen. Ja, was ist denn noch wichtig? Autos sind noch wichtig. Hallo, Schuhe sind wichtig. Kannst du nicht ohne Schuhe aus dem Haus gehen? Eine Zahnbürste ist wichtig, sonst fallen dir die Zähne ab. Sind das alles Güter, die jetzt auch vom Staat bereitgestellt werden müssen? Und das ist so, ja, also das ist eine Prinzipienfrage wieder. Und entweder das Prinzip ist, der Staat ist für den Wohlstand der Menschen verantwortlich und muss dann wie im Kommunismus in der Planwirtschaft Produkte von A bis Z produzieren und hat keinen Wettbewerb, keinen Preismechanismus, hat kein Angebot und Nachfrage, sondern ist einfach nur Planwirtschaft. Und wenn dann halt nicht genug Schuhe produziert werden, dann sind halt nicht genug Schuhe produziert worden. Oder ist das Prinzip, dass Güter und Dienstleistungen von Individuen auf dem freien Markt bereitgestellt werden? Und dann, wenn wir uns in dieses Boot setzen, dann muss auch Bildung vom freien Markt zur Verfügung gestellt werden, muss Sicherheit, muss Straßen, Infrastruktur, Rechtsprechung und alles weitere auch. Ja? Und hier bin ich aber wirklich optimistisch, weil ich auf das Prinzip vertraue. Ja, ich bin wirklich ein prinzipienbasierter Mensch. Mir ist das zu viel Stress, mich in den ganzen Details zu verwursteln. Ich mag es, wenn ich ein Prinzip habe
und das kann ich anwenden und dann kommt was raus. Und weil ich das Prinzip gut finde, finde ich das Outcome auch gut, sofern der Prozess der Anwendung auch in sich logisch ist und so weiter. Wenn der freie Markt sowas wie ein iPad erfinden kann, und ich weiß nicht, ob ihr mal so ein iPad Pro seit letztem in der Hand gehalten habt, die sind echt unglaublich krass geworden mittlerweile. Wenn er das produzieren kann, bin ich sehr optimistisch, dass er auch Bildung produzieren kann, dass er auch Straßen produzieren kann. Und solange es Leute gibt, die die Güter oder Dienstleistungen nachfragen, gibt es den Markt. Ja, also da muss man gar nichts mehr tun. Wie würdest du Anarchie im Kryptobereich definieren? Hier finde ich, ja, wir haben jetzt viel die ganze Zeit, ich glaube jetzt schon fast 2 Stunden über Theorie gesprochen und Philosophie. Und ich finde bei Kryptoanarchie, das ist das Schlagwort hier, ja, wie man im Englischen sagt, the rubber hits the road, ja. Jetzt ist die Frage, okay, wir haben jetzt viel Theorie gelernt, wie wenden wir das in unserem eigenen Leben an? Und was ich eben unglaublich faszinierend finde, sind Kryptowährungen wie Bitcoin und Monero. Weil hier hat sich zum Beispiel Satoshi Nakamoto bei Bitcoin am Anfang hingesetzt und gesagt, ich habe meine Prinzipien und daran leite ich die Emissionskurve ab und wie die Mechanismen im Netzwerk funktionieren. Am Ende des Tages kommt damit ein digitales Geld raus, ja, oder zumindest die Anfänge davon. Jetzt ist das eine Technologie, die im Internet verfügbar ist, wo jeder, der jetzt hier zuhört, ja, wenn ihr das hört, dann habt ihr Internet, könnt ihr euch damit verbinden und ihr könnt daran teilnehmen, ihr könnt empfangen, ihr könnt senden und keiner kann euch aufhalten. Das bedeutet, wir haben es jetzt mittlerweile durch Kryptographie geschafft, diese Philosophie des Anarchokapitalismus in die Realität umzusetzen, im Cyberspace, dadurch, dass man copy-pasten kann, generell, kann ich Bitcoin copy-pasten und dann nenne ich es Litecoin. Und dann ist es doppelt so schwierig geworden, Krypto zu stoppen. Und dann kann ich Litecoin nehmen, kann es copy-pasten und mache, was weiß ich, Dogecoin. Und dann ist es 3-mal so schwierig geworden, Krypto zu stoppen. Und ja, also dadurch, das ist so krass. Der Code ist nicht selten. Das, was das Seltene produziert, ist nicht selten. Das kann man beliebig oft replizieren oder verändern und neu aufsetzen. Aber das, was selten ist, ist das, was durch das Netzwerk zustande kommt. Und ja, deswegen, der Takeaway ist eigentlich, heutzutage, 2021, leben wir in einem Zeitalter, wo die Werkzeuge da sind, um Anarchie hier und jetzt im eigenen Leben zu implementieren, um Souveränität über eigene Daten zu bekommen, über die eigenen Finanzen zu bekommen, über Kommunikation zu bekommen. Man muss es nur wissen, wie es geht. Ich finde, das war jetzt so die Reise, auf der ich mich jetzt die letzten 3-4 Jahre befunden habe. Es ist unglaublich rewarding, das Know-how über Kryptoanarchie und so ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel PGP-Verschlüsselung, ja, asymmetrische Kryptographie. Wenn man das benutzen kann, dann hat man eigentlich die gleiche Technologie, die das US-Militär zur Verfügung hat. Ja, also eine Nachricht, die ich mit SHA-256 verschlüssel, ist genauso sicher wie die Nachricht, die das US-Militär mit SHA-256 verschlüsselt. Und es kostet mich gar nichts. Das ist so unglaublich krass. Das Einzige, was fehlt, ist, dass es weit verbreitet angewendet wird. Ja, und das ist vielleicht auch mein Call to Action jetzt hier von dem Podcast. Beschäftigt euch mal damit. Benutzt Bitcoin, benutzt Monero. Guckt vielleicht, was für ein Messenger ihr benutzt, ja. Meldet euch vielleicht von Facebook ab, löscht Facebook, löscht Google und werdet wirklich souverän im technologischen Sinne, dass euch eure Daten gehören. Ihr verschickt nur verschlüsselt Daten an die Leute, die sie auch wirklich bekommen sollen. Jeder, der den Traffic abfängt, kann ihn eh nicht lesen. Ich denke, ja, das wäre so mein Call to Action für die bessere Welt. Mhm. Meiner Ansicht nach ist es ja auch eines unserer, also Thor und ich, also Gründe, warum wir den Podcast machen. Wir wollen bilden, wir wollen aufklären, wir wollen informieren. Und insofern würde ich das da auch genauso sehen, wie du das jetzt dargestellt hast und unterschreiben. Es liegt wirklich am Individuum selbst. Es sind leider noch zu wenige und daher wollen wir überzeugen, informieren, missionieren, evangelisieren. Kommen wir zur nächsten
Seite. Tor, hier wolltest du sicherlich noch eine Frage stellen, bevor wir dann zu der letzten Frage auf dieser Seite, die mich interessiert, kommen. Genau. Ich habe mal ein paar Thesen aus den drei Büchern so ein bisschen rausgegriffen. Steuern sind Raub. Sag mal kurz was dazu, wer es geschrieben hat. Was meinte er damit? Ja, auch wieder eine These von Murray Rothbard. Und die einfache Frage ist, kannst du eine Definition von Raub aufstellen, die Steuern nicht auch inkludieren? Weil Steuern sind eine nicht freiwillige Abgabe, ja, um das jetzt mal ganz diplomatisch zu sagen. Das ist entweder, und ja, man kann das ja Gedankenexperiment vielleicht machen, ich würde jetzt nicht raten, das in der Realität auszuprobieren, aber bezahlt doch eure Steuern einfach mal nicht, wenn ihr denkt, es wäre kein Raub. Und guckt, was mit euch passiert. Weil früher oder später werdet ihr mit dem mächtigen Arm des Staates ja in Kontakt kommen. Und das wird kein angenehmer Kontakt sein. Das wird sein, Herr so und so, Sie schulden uns, weil wir jetzt Ihnen hier den Brief noch, die Mahnung geschrieben haben, schulden Sie uns so und so viel mehr. Und übrigens, wenn Sie es nicht bezahlen, schulden Sie uns für jeden Monat, den Sie es nicht bezahlen, noch viel mehr. Und es ist nicht, weil du was eingekauft hast, ja, so wie du beim Aldi einkaufst oder wie du den Mobilfunkvertrag hast, sondern es ist, ja, das ist wie die GEZ, der Brief kommt, ob du willst oder nicht, und wenn du nicht bezahlen willst, dann holen sie sich halt. Deswegen, Steuern sind Raub, und hier wieder, ja, ich meine, Leute, ihr wisst ja jetzt, ich mag kurze, knappe Definitionen. Was sind Steuern? Das ist ein Euphemismus für Raub. Ja, dass wir uns eben nicht die Blöße tun müssen und zu sagen, der Staat raubt uns aus, sondern nein, wir haben uns, können uns das Feigenblatt vorhalten. Ach, es sind Steuern. Steuern sind der Preis für eine zivilisierte Gesellschaft. Zeitpräferenz? Zeitpräferenz beschreibt, der Begriff beschreibt, wie wichtig, wie teuer ist dir deine Zeit? Wenn du eine hohe Zeitpräferenz hast, dann lebst du im Hier und Jetzt. Dann denkst du nicht an morgen, sondern deine Zeit ist dir so wichtig, dass du es jetzt machen willst. Ja, das ist praktisch so, lebe jeden Tag, als ob du morgen tot wärst. Ja, dann gebe ich mir heute Heroin und was weiß ich, sauf mich ins Koma, weil meine Zeitpräferenz so hoch ist. Einer, der eine hohe Zeitpräferenz hat, der spart nicht, sondern der haut sein Geld auf den Tisch, der geht in die Disco, holt sich die Champagnerflasche für 1.000 Euro. Das ist eine hohe Zeitpräferenz. Eine niedrige Zeitpräferenz ist, vielleicht kennt ihr das Marshmallow-Experiment, wo man kleinen Kindergartenkindern ein Marshmallow vorgesetzt hat und gesagt hat, hey, du kannst es entweder jetzt essen oder du wartest 10 Minuten, dann kriegst du noch ein zweites. Und nachweislich haben die Kinder, die eben warten konnten, die sich auf die Hände gesetzt haben oder sich anders beschäftigt haben in der Zeit, die gespart haben sozusagen, die haben in ihrem Leben besser abgeschnitten. Ja? Und es macht ja auch Sinn. Ich meine, das findet man in der Bibel, die Lehren zum Opfern, ja, dass ich eben, auch wenn es vielleicht jetzt mir weh tut oder ich das nicht angenehm finde, gehe ich vielleicht trotzdem joggen, einfach so, weil es gut für die Gesundheit ist, oder ich putze mir die Zähne oder benutze Zahnseide oder was auch immer, ja. Also hohe Zeitpräferenz im Hier und Jetzt, niedrige Zeitpräferenz, ich plane für die nächsten 50 Jahre. Der Einschüchterung, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Das Argument der Einschüchterung ist ein Begriff, der von Ayn Rand kommt, aus Die Tugend des Egoismus, und beschreibt ganz kurz, dass angenommen, ja, Thor, du machst ein tolles Argument, was mich eigentlich ja blöd dastehen lässt, weil ich kein Gegenargument habe. Und dann komme ich mit dem Argument der Einschüchterung, dass ich sage, aber du willst doch nicht wirklich sagen, dass Egoismus eine Tugend ist. Ja, und dann mache ich das in einem sehr empörten Tonfall und appelliere so ein bisschen auch an die emotionale Seite. Und es ist so ein bisschen wie das Ad hominem. Es ist gar kein Argument. Es ist eben nur der Schein eines Arguments. Und wenn man dann Leuten zuhört, die diskutieren, und der eine kommt eben mit einem Argument der Einschüchterung, dann sollte man nicht so sagen, oh ja, das war jetzt aber ein gutes Argument. Ja, man kann doch das nicht wirklich meinen. Doch, die Antwort ist doch. Ich meine das tatsächlich. Ja, also zum Beispiel bei Steuern sind Raub. Ich sage, Steuern sind Raub. Das Argument der Einschüchterung dagegen wäre, du kannst doch nicht wirklich sagen, dass Steuern Raub sind. Ja? Niemand denkt, dass Steuern Raub sind. Dann appelliere ich noch an eine Autorität oder so. Oder die weisen Intellektuellen der EZB sagen, dass Steuern keine Raub sind oder so. Es ist kein Argument. Ja? Deswegen, ich bin offen für Gegenargumente, wenn ich die These in den Raum stelle, Steuern sind Raub.
Wenn du denkst, das ist nicht so, bitte, ich lade dich jetzt hiermit ein in meinen Podcast, schreib mich einfach an auf Twitter. Wir machen eine Folge und du bringst ein Gegenargument, aber Argument der Einschüchterung geht eben nicht. Man kann ein komplettes Gesellschaftssystem auf der Basis von nur zwei Definitionen aufbauen. Welche sind das? Oder welche meinst du? Ein Gesellschaftssystem, vielleicht Eigentumsrechte, also Eigentumsrechte, denke ich, sind ziemlich wichtig. Und wie sich Eigentumsrechte definieren, würde ich da jetzt also als eine der Definitionen reinmachen. Und die andere wäre vielleicht, was ist Gerechtigkeit, ja, oder die Definition von Gerechtigkeit? Und damit ist immer interpersonelle Beziehung gemeint, ja. Gerechtigkeit, dieser Begriff, dieses Kriterium hat nur dann Anwendung, wenn wir zum Beispiel von Robinson und Freitag sprechen. Wenn ich davon spreche, dass ein Meteor mein Auto zerbeult hat und sage, das ist ungerecht, dann benutze ich den Begriff falsch, ja. Das ist interpersonell. Dadurch, dass der Meteor von keinem Menschen verursacht wurde, ist es auch keine Ungerechtigkeit. Deswegen, das wären meine zwei Definitionen. Und jetzt würde mich interessieren, wie ich mich geschlagen habe. Du warst recht gut. Ich habe natürlich, die Frage stammte von mir. Ich habe natürlich mit den zwei Definitionen auf die Eigentumsrechte von Rothbard angespielt. Recht am eigenen Körper und quasi, wenn ich jetzt an Natur Sachen, dass ich die mit meiner eigenen Arbeit vermischen muss. Aber das mit der Gerechtigkeit war eine sehr gute Zusatzthese, wo man natürlich auch eine gewisse Wertung in das Gesellschaftssystem mit reinbekommt, weil es braucht halt auch Moralvorstellungen, um bestimmte, sag mal, Logiken, wie du vorhin schon gesagt hattest, entsprechend interpretieren zu können. Nun bietet ja Blockchain-Technologie unter Umständen eine Möglichkeit, ich sag mal, ein solches Society Operating System Blockchain-basiert aufzubauen. Und könntest du dir sowas vorstellen, wo dann dauernd konsensusbasierte, basisdemokratische Mehrheitsentscheidungen für Dinge passieren, die man einfach vorher nicht oder die nicht immer klar geregelt sind? Man kann ja nicht alles regeln. Aber zur Laufzeit einer Entscheidung, einer notwendigen Entscheidung wirklich, dass man sagt, ja, das, was die Mehrheit will, passiert. Ja, und was ja dann basisdemokratische Elemente hätte. Könntest du dir so ein Blockchain-basiertes freie Städte Operating System vorstellen? Also ja, ich kann es mir vorstellen. Und ich würde argumentieren, dass in einer gewissen Weise ist Blockchain, so wie ich den Begriff verstehen würde, das inhärent, ja, das ist das automatisch eigentlich per Definition, weil mit der Proof-of-Work-Blockchain kommt der Proof-of-Work-Konsensmechanismus. Und das Prinzip, was jetzt durch den Proof-of-Work ins Spiel gebracht wird, ins Netzwerk gebracht wird, ist, wenn du mitspielen willst als Miner und zum Beispiel entscheiden willst, welche Software-Version Bitcoin BTC ist, dann musst du Energie aufwenden. Ja? Du kannst es nicht einfach so machen und du kannst nicht einfach so tun, als ob du 100 Millionen unterschiedliche Menschen bist. Also eine Sybil-Attacke ist nicht möglich, sondern du musst diese Energie beweisen mit dem Proof of Work. Deswegen in einer gewissen Weise ist Bitcoin in sich selber so ein Society Operating System. Ja? Weil es gibt ja auf so einer Meta-Ebene regen Diskurs in den Krypto-Communities, ganz berühmt natürlich 2017 mit dem Bitcoin Cash Hard Fork, über Fragen, wie entwickelt sich das Protokoll weiter? Ja? Und die Fragen sind ultimativ, das sind Hard Fork-Fragen. Das heißt, wir verändern die Regeln, die den Konsens herbeiführen. Und das sind systemkritische Regeln, ja, weil wenn das System, wie der Konsensus herbeigeführt wird, broken ist, also kaputt ist, dann dann ist Hopfen und Malz verloren. Deswegen, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein. Und jetzt, so wie du die Frage wahrscheinlich gemeint hast, ist, wir haben eine Stadt, ja, sagen wir jetzt zum Beispiel die Free Private City in Honduras, und alle Bürger haben da ihren Account
sagen wir sogar vielleicht durch ein Public-Private-Key-Pair, wo der Bürger praktisch sich selber den Private Key erzeugt und den Public Key bei der Stadt hinterlegt und dann sich authentifizieren kann und dann bei Entscheidungen sagt die Stadt, so, wir wollen jetzt wissen, ob wir unsere Zebrastreifen grün oder gelb machen sollen. Ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit abzustimmen und das machen wir, was weiß ich, auf der Ethereum-Blockchain und ihr müsst eure Stimme mit eurem Private Key signieren und dann zählen wir die und dann, was halt auch immer, was weiß ich, eine Zweidrittelmehrheit entscheidet, das machen wir dann. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, und dann ist halt die Frage, was bringt das für einen Mehrwert? Ich würde sagen, der Mehrwert wäre zum Beispiel, dass man das die Wahl öffentlich dokumentieren kann und verifizieren kann, dass die Stimmen tatsächlich auch valide sind, dass jeder nur einmal abstimmt, dass jede Stimme gezählt wird und so weiter. Das hat schon enorme Vorteile. Den Einwand, den ich aber da trotzdem habe, ist, ich bin gegen basisdemokratische Entscheidungen. Ja, nochmal zum ganz zum Anfang zurück. Anarchie heißt, you do not speak for me. Das heißt, ich denke, die Farbe des Zebrastreifens zum Beispiel ist eine Funktion der Entscheidung des Eigentümers des Zebrastreifens. Also des Eigentümers der Straße, auf der der Zebrastreifen gemalt ist. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil die Straßen gehören doch dem Staat. Aber nochmal, in Enkepistan gibt es keinen Staat. Und deswegen sind die Straßen auch im Privatbesitz. Und dann ist es nur noch die Frage, wie klug ist der Eigentümer? Ja? Hört er auf seine Kunden? Und checkt er vielleicht, dass ein grellroter Zebrastreifen nicht so cool ankommt, ja, dass er ihn lieber vielleicht dezent weiß hält, dass er mehr Kunden hat. Ich glaube, viele Probleme, die aktuell durch demokratische Entscheidungen gelöst werden, würden sich auf dem freien Markt einfach in Luft auflösen, weil es immer ein Vertragsverhältnis zwischen zwei Individuen ist. Und man nicht sagt, so, wir sind jetzt 80 Millionen Leute, wir tun so, als ob wir alle im gleichen Boot sitzen und wir müssen jetzt für alle eine Entscheidung treffen. Aber habe ich deine Frage richtig beantwortet? Ja, das ist deine Sichtweise. Gut, dann kommen wir mal zum Abstand. Ich denke mal, die Folie mit dem guten Geld verschieben wir in den Bitcoin bis Monero-Vortrag. Das können wir da noch mal ein bisschen als Wiederholung nehmen. Lass uns da mal zum Schluss kommen. Was denkst du, Alex, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Und wenn ja, was sind dann deren Angebote und Daseinsfunktionen? Ja, ich denke, in 10 Jahren wird es noch Banken geben. Eine Bank, wie sie heute natürlich definiert ist, ist nicht mehr nur ein Lagerhaus für Gold. Aber ich denke, den Dienst, also abstrahiert, den Dienst, den ein Lagerhaus für Gold oder für Geld bringt, ist für manche Leute attraktiv, ja. Nicht jeder will über alle seine Funds entscheiden. Manche Leute wollen das lieber in einem Vertragsverhältnis an jemand anderen abgeben, der vielleicht mehr Expertise, mehr Know-how hat. Und deswegen, ja, ich denke, Banken werden noch da sein. Und Angebot und Daseinsfunktion hängt stark vom unterliegenden Geldsystem ab. Ja, wenn der Euro bis dahin noch existiert, dann wird es wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem wie heute sein. Wenn der Euro bis dahin nicht mehr existiert, könnte es radikal anders sein. Was kommt nach DeFi und NFT im Kryptomarkt? Also ich finde NFT, ja, NFT, der Begriff steht ja für Non-Fungible Token. Und ich finde, das ist ein riesengroßer Hype, der komplett überzogen ist. Ich denke, der eigentliche Hype für mich zumindest sind die FTs, also die Fungible Tokens, weil von denen gibt's gar nicht so viele. Auch Bitcoin ist nicht fungibel. Deswegen, was kommt nach DeFi und NFTs? FTs. Okay. Ja, die übliche Frage, wo wohnt Satoshi Nakamoto? Wer oder was ist der? Und was macht er heute? Also natürlich, keine Ahnung, wer Satoshi ist. Ich tendiere dazu zu denken, dass es Hal Finney war. Oder dass Halfini da die Finger mit dem Spiel hat, aber am Ende des Tages denke ich immer bei der Frage, wer ist Satoshi Nakamoto, who cares? Das ist interessant, ne? Weil ein Rand in Atlas Shrugged gibt's eine Phrase, die sich durch das ganze Buch zieht, und das ist die Frage, who is John Galt? Ja, und ich spoilere das jetzt nicht, aber analog in unserer heutigen Welt gibt's eine ominöse Parallele, wie so viele.
Und die Frage ist, wer ist Satoshi Nakamoto? Ja, who is Satoshi Nakamoto? Ultimativ spielt es keine Rolle. Bitcoin ist da und Bitcoin bleibt. Finde ich gut, die Antwort. Braucht man in der fernen Zukunft noch so etwas wie Geld oder ist das ein Auslaufmodell? Ja, das finde ich eine gute Frage, weil diese Frage sehe ich sehr oft, ja, gerade bei jungen Leuten, so, oh ja, hier in der idealen Welt brauchen wir kein Geld. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, Geld, wie wir das jetzt die ganze Zeit hier behandelt hatten, in seiner reinen Funktion, ist essentiell für eine komplexe Gesellschaft, wie wir sie heute haben. Ja, jeder von uns ist so spezialisiert, keiner ist ein Selbstversorger oder die allerwenigsten. Und solange wir Spezialisierung brauchen, brauchen wir Geld. Ich denke, was sich vielleicht ändern wird, ist, dass Geld so knapp ist oder dass die Kaufkraft immer so knapp ist. Ja, ich kann mir durchaus eine Welt vorstellen, wo eigentlich so gut wie alle Leute in relativen Wohlstand leben können. Das heißt, dass sie selber entscheiden, was sie an dem Tag machen wollen, dass sie wahrscheinlich irgendeiner produktiven Arbeit nachgehen. Aber ob das jetzt so, ja, das, ob das jetzt die super produktive Arbeit ist oder nur so ein bisschen produktiv, solange sie dafür ein bisschen was bekommen und das vielleicht hodeln können und dann steigt das an Kaufkraft. Ja, also ich glaube, die Realität von Geld, die wir heutzutage kennen, ja, schaffe, Häusle bauen und ich bin die ganze Zeit im Hamsterrad gefangen, zahle so viele Steuern und am Ende des Monats reicht es doch irgendwie nur so ganz knapp. Das ist, denke ich, ein Auslaufmodell. Dann denke ich, sind wir für heute mit unserem Podcast am Ende angekommen. Nochmal recht vielen Dank für deine Zeit und deine ausführlichen Darlegungen, wie du die Dinge so siehst, auch die Welt siehst oder auch deine Vorschläge zur Verbesserung. Und dann lassen wir das einfach mal auf unsere Hörer und Zuschauer wirken. Ja, genau. Also vielleicht noch ein Pitch für die Leute, die das interessiert hat, die da mehr hören wollen. Ich habe, wie gesagt, auch einen Podcast, der Alex Anarcho Podcast. Und da findet ihr eben all die Bücher, die wir jetzt hier mal angeschnitten haben, in Gänze ausdiskutiert. Also ich lese die vor und mache immer wieder Pause, erkläre, so wie ich das jetzt hier wahrscheinlich auch gemacht habe. Hört einfach mal rein und würde mich freuen, wenn ihr dann den Podcast abonniert. Aktuell mache ich nicht so häufig Folgen, aber immer wieder, solange die Qualität stimmt, ist das, denke ich, kein Problem. Das werden wir verlinken, auch auf der Homepage defi.jetzt und auch an unsere Zuhörer, kommt in unsere Telegram-Gruppen auf Telegram defi-jetzt und defi-chat. Und dann hören wir uns beim Monatsrückblick wieder. Also bis dann. Ciao. Tschüss.